So, meine lieben Freunde, grüßt euch. Ihr seid ja hier schon recht zahlreich unterwegs, hier auch schon wieder groß am Donaten. Vielen, vielen Dank. Ich würde es heute mal abkürzen. Ich bedanke mich natürlich bei allen nach dem Gespräch mit Frank Steffel. Ich würde jetzt gar nicht lange drum rumreden wollen. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid, so zahlreich erschienen. Und würde jetzt mal direkt umschalten und dann testen wir mal, ob das alles klappt. Meine Mods können ja reinschreiben, ob es nicht klappt. Ihr könnt nichts reinschreiben. Wir gehen jetzt rüber und dann begrüße ich recht herzlich Frank Steffel bei uns. Jetzt müsste man dich hören. Begrüß dich. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du vor allem überhaupt erstmal die Anfrage gestellt hast mit mir über ein paar Ecken, dass du hier bist und dass wir heute mal ein bisschen mehr über dich erfahren dürfen. Danke, dass du auf jeden Fall hier auch am Start bist. Hallo Tom, freue mich auch. Ja, wir haben ein gutes Programm bestimmt vor, auf jeden Fall. Also ich habe einiges an Fragen an dich. Ich würde das Gespräch ungefähr so leiten, wie ich die beiden letzten, der ja da noch Präsidentschaftskandidaten von Kai Bernstein und auch Marco dem Herrn Tana geleitet habe, so ähnliche Fragen stellen, damit man eben vergleichen kann, was sind denn für einen so die passenderen Antworten vielleicht oder Reaktionen. Und würde dich ganz gerne bitten, stell dich doch einfach mal ein bisschen selber erstmal vor. Ja, ich heiße Frank Steffel, wie du gesagt hast, bin 56 Jahre, habe zwei Kinder, die natürlich auch begeistert Vereinssport treiben. Ich spiele seit meinem fünften Lebensjahr Fußball, war dann einige Jahre Jugendtrainer, habe es dann mit Mitte 20 aufgehört, weil ich die 4-5 Mal Training die Woche plus Wochenende irgendwie nicht mehr hinbekommen habe. War mein Leben lang immer dem Sport verbunden, bin von Hause aus jetzt seit 30 Jahren Unternehmer und habe das Hobby Politik gehabt. Das klingt immer ein bisschen albern, aber in Berlin geht's. Als ich im Landtag war, 20 Jahre, war das noch wirklich ein Halbtagsparlament, was man ganz gut mit dem normalen Beruf kombinieren konnte. Und die 12 Jahre im Bundestag konnte ich auch ganz gut kombinieren, weil ich eben in Berlin die Anreise, die viele Kollegen aus Freiburg und Kiel und Köln haben, Gott sei Dank nicht hatte. Habe immer Sport gemacht, war 20 Jahre im Sportausschuss im Abgeordnetenhaus, 12 Jahre im Sportausschuss des Deutschen Bundestages und bin, wie ja wahrscheinlich bekannt ist, seit 17 Jahren Präsident der Füchse. Wurde damals auch gefragt, ob ich in einer sehr schwierigen Situation, der Verein hatte im Breitensport Riesenprobleme, Mitgliederrückgang, 500.000 Schulden und eine schwierige Situation im Handball, die hatten gerade die Lizenz für die zweite Liga verloren. Ob ich da 2 Jahre helfen kann und aus den 2 Jahren sind dann 17 geworden. Okay. Und waren ja jetzt nicht unerfolgreich, oder? Vielleicht kannst du es ja einfach nochmal widerspiegeln. Du hast ja schon ein bisschen so die Zahlen genannt. Zweite Liga war das im Handball, wo du übernommen hast? Ist das richtig? Ja, wir waren, ja, die haben mir vorher gesagt, wir spielen zweite Liga, hatten aber vergessen, die Lizenzunterlagen einzureichen. Und als ich dann im Amt war, waren wir dritte Liga. Das heißt, dann haben wir es Gott sei Dank geschafft, mit einem sehr guten Anwalt dann nochmal eine Nachfrist zu kriegen, was ein Riesentheater war in zweiter Instanz und haben dann ein Jahr lang, das war übrigens die furchtbarste Zeit, gegen den Abstieg in der zweiten Liga gespielt. Also ich habe dann ja relativ schnell Bob Hanning geholt, der gerade in Hamburg als Trainer entlassen wurde. Und wir haben dann gesagt, in Berlin macht es keinen Sinn, irgendwo zweite Liga zu spielen oder im unteren Bereich der ersten Liga. Entweder setzt man so ein Projekt richtig auf, dann muss man auch das Ziel haben, in einer internationalen Stadt wie Berlin internationalen Sport anzubieten. Haben dann im ersten Jahr die Klasse gehalten, sind im zweiten verlustpunktfrei aufgestiegen, haben dann ein Jahr in der ersten Liga so ein bisschen gegen Abstieg gespielt und haben Gott sei Dank dann seitdem die Möglichkeit, jedes Jahr im Europapokal zu spielen. So auch jetzt, wir sind wieder Dritter geworden, haben noch eine kleine Restchance auf die Champions League spielen, aber in jedem Falle im europäischen Pokal, was einfach in einer Stadt wie Berlin, wo es eh so viel Wettbewerb gibt und so tolle Mannschaften, Alba, Eisbären, Volleys, alle Meister geworden. Also es ist nicht ganz einfach im Kampf um Sponsoren und Publikum. Wobei ich sagen muss, was mich am Sport eigentlich immer viel mehr begeistert hat, ist der Breitensport. Also bei Reinickendorfer Füchsen, als ich anfing, hießen sie ja noch Reinickendorfer Füchse. Ich habe sie dann umbenannt in Füchse Berlin, einstimmig mit den Mitgliedern, weil wir gesagt haben, wir wollen ein Gesamt-Berliner Verein sein. Wir spielen ja am Prenzlauer Berg, wir trainieren und haben den Olympiastützpunkt und das Internat in Hohenschönhausen und die Heimat in Reinickendorf. Und eigentlich begeistert mich der Breitensport. Also wir haben 25 Sportarten, da 4.000 Mitglieder, davon 3.950, die Sport treiben. Also eine ganz andere Struktur als bei Hertha. Und das finde ich toll einfach, in vielen verschiedenen Sportarten Kindern und Jugendlichen das beizubringen und das zu vermitteln, was du eigentlich nur im Sport hinkriegst, in Schulen immer schwieriger wird und im Elternhaus leider Gottes auch manchmal fehlt. Okay, also auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte da geprägt. Erzähl doch mal gerne deine Verbindung zu Hertha. Kannst du mich gerne da korrigieren? Ich habe selber jetzt nur aus der Presse entnommen, dass du seit
10 Jahren Mitglied bist oder noch länger, seit 2010, ich weiß es nicht mehr genau. Erzähl mal ein bisschen so deine Verbindung zu Hertha gerne. Ja gut, ich habe mit 5 Jahren mit dem Fußball angefangen und muss ehrlich sagen, vorher das alte, eingemauerte Berlin. Da gab es eigentlich nur einen Verein, zu dem man gegangen ist und wo man Fan war, das war Hertha. Und das ist dann auch 50 Jahre so geblieben. Also ich erinnere mich wirklich an die 70er Jahre noch gut, der Generation Erich Behr und mit vielen Spielern, die heute wahrscheinlich die meisten hier gar nicht mehr kennen, aber die wirklich damals eine tolle Ära geprägt haben. Und dann gab es natürlich ein paar schwierige Jahre. Ich glaube, ich habe 5 Abstiege in der gesamten Zeit miterlebt. Und man ist natürlich immer Fan geblieben. Man war mal sehr viel im Stadion. Dann gab es mal, ich war in der zweiten Liga, war ich, glaube ich, am meisten im Stadion. Ich glaube, da habe ich kein Spiel verpasst. Das passte auch bei mir so von der persönlichen Lebenssituation. Wenn du dann kleine Kinder hast und beruflich viel unterwegs bist, wird es mal ein bisschen weniger. Aber bin dann 2010 eingetreten, als Hertha unter uns gesagt in der Winterpause völlig am Boden lag. Und habe gesagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dann auf dem 18. Tabellenplatz irgendwo den kleinen Beitrag zu leisten, dass es vielleicht doch noch besser wird. Hat dann aber leider nicht funktioniert, da sind wir ja furchtbar abgestiegen. Ja, kann ich mich auch noch dran erinnern, das war nämlich das erste Mal, dass ich, da hatte ich auch eine Dauerkarte, das war so meine Hardcore-Zeit, wo ich wirklich am meisten im Stadion auch war, als kleiner Junge. Und da kann ich mich auch noch erinnern, das war mein erster Abstieg, das war wirklich katastrophal. Aber da bist du quasi dazugekommen. Ja gut, bei Hertha gibt es ja auch keine Erfolgsfans, zumindest nicht in den letzten 20 Jahren, aber zu dem Zeitpunkt, aber war schon dein ganzes Leben lang quasi dein Verein. Ja klar, ich meine, wenn du Fußballfan bist, dann ist ja normalerweise klar, als kleines Kind ist der Verein in deiner Stadt normalerweise, wenn die Eltern es nicht anders machen, meine Eltern waren auch Hertha-Fans, wir waren damals viel im Stadion. Und das waren ja wirklich tolle Zeiten. Also ich meine, damals war das Olympiastadion ja das wirklich schickste Stadion irgendwie so gefühlt in Deutschland, weil die anderen reinen Fußballstadien gab es ja noch gar nicht. Und dann waren da 80, teilweise 85.000 Leute. Das war schon eine tolle Zeit. Und die waren ja auch erfolgreich, muss man sagen. Ja, das waren die Zeiten, bevor ich Hertha-Fan war. Ja. Nee, okay, also das ist so die Verbindung zu Hertha, was natürlich interessant ist, wenn man jetzt sieht, wie erfolgreich du bei den Füchsen bist. Ich glaube, deine Amtszeit würde ja noch 2 Jahre gehen, ne, bei den Füchsen. Ja, und ja. Das wäre ja soweit auch geklärt, dass du dann im Fall der Fälle da austreten würdest. Wieso, fragt man sich jetzt so, willst du diese erfolgreiche Arbeit in dem Sinne da vorzeitig beenden, um jetzt bei Hertha das zu machen? Ja, du, das ist eine gute Frage. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, das gibt ja so ein bisschen Häme dann immer, wenn man sagt, du, das fällt mir wahnsinnig schwer. Aber das ist einfach die Wahrheit. Also wir haben eine tolle Zusammenarbeit mit Bob, mit Stefan Kretschmer, mit Jaron Siebert und mit denen, die im Handball Verantwortung tragen. Ich habe im Breitensport, glaube ich, 17 Jahre lang immer einstimmige Ergebnisse gehabt. Wir haben keinen Streit, ich habe ein tolles Präsidium, wir haben eine tolle Geschäftsstelle, einen tollen Sportdirektor. Also dass das wirklich Freude macht. Also wir kriegen jetzt gerade wieder im Tennis eine zweite Halle. Wir kriegen eine Dreifelderhalle, die wir uns schwer erarbeitet haben. Wir haben steigende Mitgliederzahlen, jetzt schon wieder mehr als vor Corona. Also es ist nicht so, dass mir das leicht fällt, jetzt einfach zu sagen, du hörst da auf. Andererseits sage ich, 17 Jahre sind eine lange Zeit. Und als man mich dann gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, bei Hertha jetzt in der schwierigen Situation zu helfen, habe ich gesagt, gut, hör dir das mal an und wenn es dann möglichst alle oder möglichst viele für den richtigen Weg halten, jemanden von außen zu nehmen, das ist ja nicht normal. Das gibt's ja meistens nur, wenn es wirklich krisenähnliche Zustände gibt, sonst wird es ja ein Vizepräsident oder jemand, der schon lange dabei ist. Aber dann habe ich gesagt, gut, dann gibt's nur einen Verein und nur eine Aufgabe im deutschen Sport, die mich veranlassen könnte, bei den Füchsen aufzuhören. Und das ist wirklich bei Hertha jetzt alles dafür zu tun, dass wir da hinkommen, wo aus meiner Sicht Hertha im Fußball hingehört. Wer hat dich denn darauf angesprochen, wenn ich fragen darf? Also wenn ich mal nicht die nehme, die immer so ein bisschen geflaxt haben und gesagt haben, also irgendwelche Hertha-Mitglieder, ja komm doch mal zu uns, dann klappt es endlich so gut wie bei den Füchsen. Dann war es ganz konkret, wie es ja auch in Zeitungen steht, das ist die Wahrheit, der Aufsichtsratsvorsitzende, der mich heute vor ziemlich genau, ich glaube 2 Wochen, anrief. Ich war beruflich im Ausland und sagte, können wir uns mal über Hertha unterhalten? Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme Freitagnacht zurück, dann lass uns Samstag mal zusammensetzen. Da haben wir uns Samstag wirklich toll unterhalten. Ich hatte vorher jetzt gar nicht so einen riesen Eindruck von Klaus Brüggemann, weil ich ihn gar nicht kannte, außer auf der Versammlung, wo er dann mit gutem Ergebnis gewählt wurde. War dann sehr beeindruckt. Er hat gesagt, pass mal auf, ich bin ganz sicher, wenn wir das jetzt in den Gremien besprechen, sind viele happy, dass es eine Lösung gibt, die nicht mit den ganzen
Verwerfungen und mit den ganzen Problemen der Vergangenheit und mit den persönlichen Verletzungen und den Wunden und den Narben irgendwie zusammen ist. Und wenn Sie, wir sitzen uns damals noch, wenn Sie sich das vorstellen können, würde ich mich freuen, wenn Sie sich mal den Aufsichtsrat kommende Woche vorstellen. So, dann wurde der Zeitplan durcheinander geschmissen, weil die Bild-Zeitung auf einmal davon Wind bekam und alles musste beschleunigt werden. Das heißt, die Gespräche, die ich eigentlich vorher führen wollte, habe ich dann alle nachher geführt und habe jetzt mittlerweile mit, glaube ich, allen, die irgendwie bei Hertha Verantwortung tragen, Gespräche geführt, vielfach mehrere Gespräche geführt, weil das eigentlich meine Bedingung war. Ich habe gesagt, ich mache das nur, wenn es ein gemeinsames Verständnis gibt, dass ihr jemanden von außen wollt. Ansonsten, ich habe keine Lust auf Theater, ich habe keine Lust auf Streit. Das lenkt uns nur davon ab, was wir wollen, nämlich optimale Bedingungen für Freddy Bobic und die sportliche Führung hinkriegen, damit wir diese wirklich schwere Bundesliga-Saison hoffentlich besser überstehen als die letzte. Wie lange hat es gedauert, bis du dich entschieden hattest? Also, ich war im Gespräch wirklich positiv beeindruckt, auch von dem Willen zu sagen, Sie können uns jetzt helfen und ich bitte Sie, hören Sie sich das mal an, kommen Sie mal dazu und muss dann ehrlich zugeben, dass der Aufsichtsrat mich insofern beeindruckt hat. Ich wusste, dass Sie sich vorher gezankt haben, dass es da eine Abstimmung gab mit 3-2 zwischen Andreas Schmidt und Thorsten Klein auf der einen Seite und Herrn Brüggemann und Scott Körber und Frau Döhm auf der anderen Seite und habe dann zu denen gesagt, hört mal zu, wenn ihr euch hier nicht einig seid, dann bin ich sowieso gleich wieder raus. Und dann haben die alle gemeinsam gesagt, wir sind total überzeugt, dass sie der Richtige sind und haben gerade die, die also jetzt nicht vorher auf Brüggemanns Seite waren, also Klein und Andreas Schmidt, haben gesagt, hör mal zu, das ist genau das, was wir suchen. Wir sind total geflasht, hat, glaube ich, Andreas Schmidt gesagt. Wir glauben, das ist jetzt die Führungsstärke und die Person, die wir einfach in dieser schwierigen Zeit brauchen. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn ihr der Meinung seid, dann lasst es uns gemeinsam machen. Und dann haben sie mich gebeten, ihnen wenigstens das Wort zu geben, dass ich nicht hinschmeiße. Die haben wahrscheinlich geahnt, wie schwierig das alles wird und auch wie kompliziert die Kommunikation im Verein ist. Und haben gesagt, aber eins müssen sie uns versprechen, sie müssen durchhalten bis zur Mitgliederversammlung. Dann habe ich gesagt, das verspreche ich euch. Ich halte durch und ich bin auch zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Und ich habe immer noch die Hoffnung, wir kriegen das auch bis zum Tag noch alles vernünftig hin. Hast du es dir, sage ich mal, so turbulent vorgestellt oder hast du es anders eingeschätzt vorher? Also Kretschmer hat mir gesagt, Frank, weißt du wirklich, was du dir da antust? Und der hat nun im Sport natürlich eine ganze Menge Connections. Und außerdem, außer des Nachteils, dass er, glaube ich, Union-Fan ist, wenn ich recht informiert bin, kennt er natürlich viele Spieler und Freddy Bobic und so und hat gesagt, meine Güte, das ist eine Schlangengrube. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir schwer vorgestellt. Ich habe aber nicht vermutet, dass es so viele Verletzungen und so viel ja, Vergangenheitsbewältigung gibt und so viele Menschen, die sehr, sehr schlecht übereinander reden. Ich habe das noch nie im Sportverein erlebt. Also da gibt es immer mal irgendwie einen Zank. Meistens nach zwei Bier ist man dann entweder wieder Freund, aber zumindest kriegt man es irgendwie neutral wieder hin. Aber das ist bei Hertha wirklich auffallend, wie viele Menschen schlecht über andere reden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir dringend ändern müssen. Die Kultur muss eine völlig andere werden. Und ich weiß nicht, ob das in der Spitze lag. Das wäre ungerecht. Ich war nicht dabei. Oder ob so viele schwierige Charaktere sind. Aber ich glaube, dass man das an der Spitze vorleben kann und bin mit jedem Tag mehr zuversichtlich, dass ich das hinkriege, obwohl ich weiß, dass es eine schwierige Aufgabe ist. Wir haben ja, ob das ein Carsten Schmidt als CEO war, ob das Freddy Bobic war, ob das Felix Magath war. Ja, eigentlich, egal auf welcher Position, das spiegelt das ja eigentlich wieder, was du jetzt von deinen ersten Eindrücken sagst. Immer im Nachgang oder während der Arbeit gehört, ja, so schwer hat man sich die Aufgabe nicht vorgestellt. Was glaubst du, ist denn wichtig, um diese Gräben oder was auch immer da. Was auch immer da besteht, um sowas ja vom Verein strukturell überhaupt ändern zu können. Also ich habe gesagt, Aufarbeitung ist aus meiner Sicht Zeitverschwendung. Also wenn wir jetzt anfangen zu diskutieren, wer sich vor 20 Jahren mit wem überworfen hat und warum Leute, die ich beide für vernünftig halte, miteinander nicht mal reden, ich glaube, da verplempert man dann nur Zeit. Ich wäre dafür, dass wir jetzt so einen Reset-Knopf drücken und sagen, passt mal auf, ab morgen reden wir über die Zukunft und nicht mehr über die Vergangenheit. Ich werde die Gremien versuchen zusammenzubringen. Ich werde gucken, dass ich die Menschen, wo ich weiß, dass es Spannungen gibt, auch zusammenbringe. Und traue mir einfach zu, das vernünftig zu moderieren und sage jetzt auch mal ganz, ganz einfach, es gibt ein gemeinsames Ziel. Und das gemeinsame Ziel ist verdammt nochmal Erfolg mit dieser oder mit der noch zu schaffenden Mannschaft und eine Entwicklung in den nächsten Jahren, wo Da nicht die lachen wir doch nach. Funktionäre,
also die, die da an irgendeiner Stelle im nicht sportlichen Bereich Verantwortung tragen, zur Belastung für die werden, die eigentlich Fußball spielen sollen. Und insofern bin ich da zuversichtlich, dass es dann auch alle verstehen. Dann muss man, glaube ich, gemeinsame Spielregeln haben. Da muss man auch mal sagen, wer für was zuständig ist. Da habe ich den Eindruck, das quatschen verdammt viele Leute an Stellen mit, wo sie eigentlich gar nicht mit zu quatschen haben. Das heißt jetzt nicht Beteiligung. Natürlich können die sich beteiligen, aber am Ende muss man auch irgendwie mal akzeptieren, dass die, die die Verantwortung tragen, auch im sportlichen Bereich dann auch die Entscheidungen treffen. Und dann würde ich sagen, wer sich nicht an die Spielregeln hält, dem muss man dann auch mal klar sagen, dass es so nicht geht. Sonst macht Zusammenarbeit übrigens auch keinen Spaß. Das ist übrigens auch ein Faktor, Tom, den ich mal ansprechen will. Also mir macht bei meiner heutigen Funktion sowohl der professionelle Bereich einfach Spaß, mir macht auch der Breitensport einfach Spaß. Ich glaube, den meisten anderen geht es bei uns genauso oder vielleicht sogar allen. Bei Hertha habe ich den Eindruck, dass vieles da gar nicht Spaß macht. Also auch die letzten 10 Tage, die ich jetzt hier erlebe, also wenn ich das nochmal 4 Wochen hätte, ich glaube, meine Frau würde sich scheiden lassen, meine Kinder würden mich gar nicht mehr sehen. Und am Ende würde ich sagen, du hast gar nichts bewegt, weil du nur Krisenbewältigung machst, nur Therapie machst. Und ich glaube, das müssen wir einfach ändern. Es muss zielorientiert sein, es muss gemeinsam sein, miteinander sein. Und daran arbeite ich bis Sonntag. Hoffe, dass ich das noch besser hinkriege. Ein bisschen was ist ja schon gelungen. Aber dann insbesondere, wenn ich gewählt werden sollte, gerne auch ab Montagmorgen. Hast du denn, ich meine, du hast ja erzählt bei den Füchsen, das ist ja jetzt erstmal unabhängig davon, ob es ein Fußballverein ist, hauptsächlich oder eben Handballverein oder wie du es ja gerne nennst, Breitensport. Hast du denn mit, sagen wir mal, ähnlichen Situationen vorher zu kämpfen gehabt, also als du da ankamst? Ich meine, die waren ja nicht erfolgreich. Hast du so eine Aufgabe schon bewältigen müssen da vorher? Also bei den Füchsen waren auch alle zerstritten. Übrigens auch wegen Kleinkram. Also das ist ja bei Hertha auch so faszinierend. Wenn du dann versuchst, ranzukommen, warum streiten die sich, dann stellst du fest, es gibt eigentlich gar keinen Sachstreit. Ich meine, wenn man jetzt über die Stadionfrage miteinander streiten würde, würde ich ja sagen, leuchtet mir ein. Das ist eine ziemlich komplexe, schwierige Frage. Aber nee, die streiten über persönlichen Kleinkram, über irgendwelche Fragen, wo irgendjemand zu spät oder zu früh oder gar nicht informiert wurde oder man miteinander nicht kommuniziert hat. Und das war bei den Füchsen ein bisschen ähnlich. Man hat in der kleinen Sache sich überworfen, ewig beschäftigt, aber die großen Themen überhaupt nicht diskutiert. Und deswegen war Mitgliederrückgang da, deswegen war 500.000 Schulden da. Und das wurde dann akzeptiert. Und ich will es nicht vergleichen, der Vergleich hinkt natürlich, aber ich glaube, den Leuten klarzumachen, allen Beteiligten, dass es einfach um die großen Themen geht und dass dieser ganze Aufmerksam nur ablenkt. Wir brauchen eine Leistungskultur, wir brauchen eine Erfolgsorientierung, wir brauchen eine gemeinsame Strategie, wir brauchen übrigens auch ein Leitbild für den Verein. Da habe ich den Eindruck, da müssen Ausarbeitungen gemacht werden. Dann muss man auch jeden ermahnen, sich an das, was man besprochen hat, auch zu halten. Ich habe ja immer das Gefühl, ich kann es nur von außen sagen, ich bin in der Thematik auch nicht so drin und das ist auch von außen zum Beispiel viel, viel schwieriger einzuschätzen, was da alles falsch läuft, als wenn ich mir eine Mannschaft angucke und sage, was da falsch läuft von außen, oder es ist vermeintlich leichter, bei einer Mannschaft das zu sehen. Diese ganzen Sachen haben ja schon so viele versucht. Was glaubst du denn, woran die immer gescheitert sind bisher? Was ist denn in der Vergangenheit das Problem gewesen, dass man... Es ist ja jetzt, sag ich mal, von außen betrachtet immer einfach gesagt, dass man da moderieren muss, dass man die Eitelkeiten über Bord werfen muss und so weiter. Aber was ist denn da das Problem gewesen, dass man da das so lange, so viele verschiedene Personen nicht hinbekommen haben? Oder glaubst du dann doch, das lag hauptsächlich am alten Präsidium? Also das würde ich, kann ich gar nicht beurteilen. Da wäre ich auch vorsichtig. Also ich habe auch mit den Kollegen, die jetzt noch im Präsidium sind, tolle Gespräche geführt und habe den Eindruck, die machen das alle wirklich aus Überzeugung, aus Liebe zu Hertha. Übrigens habe ich auch immer wieder gehört, dass es bei Dieter Hoeneß irgendwie noch anders war. Also das ist zumindest die Innensicht, dass das nachher krachend auch aufgrund des Konflikts auch mit Herrn Gegenbauer gescheitert ist. Das ist wohl auch die Wahrheit. Aber es gibt viele, die sagen, also solange Dieter Hoeneß da war, war das anders. Und danach ist es dann irgendwo weggebrochen. Ich kann es dir nicht sagen, ich könnte jetzt Einzelmeinungen wiedergeben, finde das aber ganz unfair eigentlich, wenn ich jetzt sage, es liegt an dem oder an dem. Ich glaube, es war einfach eine Mischung, die nicht funktioniert hat. Sowas gibt es in Unternehmen und sowas gibt es auch in Vereinen. Und in Vereinen gibt es natürlich noch die Besonderheit, was viele ja in der Wirtschaft gar nicht verstehen. Da kann ich nicht einfach sagen, ich schmeiß die alle raus. Wenn ich im Unternehmen 5 Geschäftsführer habe und 4 davon zanken sich, dann schmeiß ich sie raus und suche mir neue, wenn es geht. Aber das geht natürlich im Verein nicht. Die Leute bleiben. Und deswegen halte ich auch nichts davon, alle, die jetzt dabei waren, wegzugraulen und wegzuekeln und alle nur zu kritisieren, sondern dann sind die in 2 Jahren wieder da oder in 1 Jahr auf der Mitgliederversammlung und dann geht das Theater wieder von vorne los.
Deswegen ist ja mein Ansatz, lasst uns jetzt verdammt nochmal es einmal gemeinsam versuchen. Ein Jahr mal nur gut übereinander reden und dann brauchen wir das berühmte Quäntchen Glück. Ja, das berühmte Quäntchen Spielglück. Und wenn du dann noch Erfolg hast, dann gilt der alte Satz, Erfolg ersetzt alle Argumente. Aber der Weg dahin ist eben manchmal nicht so einfach. Ja, also apropos, sage ich mal, ja, negativ geredet. Es ist natürlich so, heutzutage taucht ja immer so einiges auf, was man, gerade wenn du jetzt bist ja aus der Öffentlichkeit schon, warst vorher viel in der Öffentlichkeit, warst im Bundestag, bist bei den Füchsen. Was natürlich als allererstes aufgetaucht ist, und da muss ich dich jetzt fragen, auch wenn ich gelesen habe, natürlich dein Statement dazu, aber ich will einfach wissen, wie du es mir nochmal so im Gespräch sagst. Diese Aussage, gut, über die Ultras, ich würde sie jetzt nicht zitieren, aber sinngemäß wissen wir ja alle, worum es da ging. Das war, glaube ich, vor 5 Jahren im Bundestag, 2017. Und ich als Fan natürlich, ich bin auch teilweise zwiegespalten bei der aktiven Fanszene, aber nur bei Einzelaktionen. Ich bin natürlich, ich gehe gerne ins Stadion, weil wir im Fußball sowas haben wie eine aktive Fanszene. Und für mich ist das aus meiner Sicht natürlich völlig indifferenziert betrachtet und nicht nur pauschalisierend, sondern ich würde schon fast sagen, ja, vielleicht eine andere Ecke von Leuten da mit reingemischt. Wie würdest du dich heutzutage dazu äußern, was du da gesagt hast? Also es ging ja bei der Debatte um die Frage, dass, glaube ich, damals Pyrotechnik in Zuschauergruppen geschossen wurde und es da Verletzungen gab. Aber nicht in Berlin, sondern in irgendeinem anderen Stadion. Und ich habe das etwas undifferenziert ausgedrückt, habe das ja auch so, ich habe das gar nicht mehr im Kopf gehabt, muss ich zugeben, nach 5 Jahren, hat damals auch keinen aufgeregt, im Gegenteil. Und muss jetzt feststellen, das ist ein Stück weit undifferenziert. Ich bedauere, dass das damals ich so gesagt habe, aber das ändert natürlich am Sachverhalt nicht wirklich viel. Also ich halte das Schießen von Pyrotechnik in Zuschauer in der Tat für ein Problem. Also nicht nur, weil es gefährlich ist, sondern weil es eben, und das war ja damals die Debatte, dazu führt, dass Familien sagen, Menschen mit Kindern sagen, du pass mal auf, da gehen wir nicht hin. Uns ist das Risiko zu groß, dass da wieder irgendein Unfug gemacht wird und Verletzungen entstehen. Und deswegen habe ich damals gesagt, dass das gefährdet dann auch die Sicherheit der Zuschauer. Ich sage nochmal, man muss da sehr genau auf die Nebensätze achten, sehr präzise formulieren. Das habe ich möglicherweise damals in diesem einen Satz einer langen Rede nicht ganz korrekt gemacht. Im Übrigen war es eine freie Rede. Ich rede immer frei. Ich sitze hier auch ohne Zettel. Ich werde auch am Sonntag frei reden. Und das ist dann auch manchmal der Preis, wenn ich das sagen darf, Tom, den dann auch, wenn man sagt, die sollen nicht ablesen, die sollen frei reden, dann rutscht dem auch mal ein halber Satz raus, der nur nicht superklasse ist. Also wenn ich es falsch gesagt habe, aus tiefer Überzeugung, sorry. Und ich muss mich damit auch in Ruhe nochmal mehr beschäftigen, habe ich gelernt, weil es eben wirklich eine sehr, sehr heterogene und unterschiedliche Fanszene gibt und alle können sich darauf verlassen. Ich werde in Zukunft bei dem Thema ganz genau auf jeden Halbsatz achten. Wie ist denn deine Einstellung generell zu den Ultras? Ich meine, im Handball gibt es ja sowas nicht, oder sehe ich das falsch? Also sowas gibt es ja nee, nicht. Da gibt es natürlich leidenschaftliche Fans, die auch mit Bussen, Gott sei Dank, zu Auswärtsspielen fahren und ihr Leben und ihr Geld und vieles dafür einbringen, aber diese Choreografien und diese Masse an ja wirklich total begeisterten Menschen, übrigens aus allen Bevölkerungsschichten, das sind ja nicht alles Schüler und Studenten, die jetzt irgendwie viel Freizeit haben, sondern sind ja vielfach auch wirklich Berufstätige und tolle Menschen. Also die gibt's im Handball so nicht, das stimmt. Ja. Handball haben wir mehr Zuschauer, sage ich immer, und viel zu wenig Fans. Da ist eine sehr familiäre und eine sehr, 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 sehr freundschaftlich auch faire Publikum. Also wir haben gerade jetzt, als wir gegen Flensburg gespielt haben, mit denen wir jetzt wirklich nicht so super gut zurechtkommen, wurde ein Spieler nach langen Jahren Weltmeister, Olympiasieger von Flensburg verabschiedet. Dann erheben sich bei uns in der Schmelinghalle 9000 Zuschauer und applaudieren für den Spieler. Das ist im Fußball von der Kultur her ein bisschen anders. Wobei ich finde, ein Stückchen mehr dieses sportlich Faire fände ich persönlich im Fußball auch sehr schön und würde auch dafür werben, dass man ein bisschen die Aggressivität vielleicht auch an bestimmten Stellen im Internet, wenn ich mir das manchmal durchlese, da ein bisschen rauskriegt. Gut, das ist, glaube ich, eher ein Internetproblem teilweise auch. Also das ist auf das gibt es auch in anderen Bereichen. Aber ich glaube, du hast meine Frage jetzt nicht ganz beantwortet. Also wie stehst du, hast du dich einfach noch nicht so viel mit einer aktiven Fanszene? Das gibt es ja nicht nur bei Hertha. Das gibt es ja bei jedem Bundesliga-Club. Mal sind sie aktiver, mal weniger aktiv von Verein zu Verein. Aber wie stehst du so zu der Fanszene?
ja, ich will gar nicht viel rein, sonst sag ich dir eine Antwort da rein. Das sollst ja du sagen. Nein, ich glaube, das kann man abkürzen. Die sind existenziell für die Vereine. Wenn es die nicht gäbe, dann hätten wir keine Sponsoren, keine Leidenschaft und übrigens auch wahrscheinlich insgesamt viel weniger Zuschauer. Also wenn du ins Fußballstadion gehst, dann ist ja gerade diese Stimmung, die von dieser, wie du sagst, Fanszene gemacht wird, das A und O. Ich meine, die Leute auf der Tribüne, die da mit ein bisschen Wein sitzen und mal beim Tor freundlich klatschen, sind sicherlich wichtig, wenn sie Sponsoren sind und wenn sie dem Verein an anderer Stelle helfen. Aber die Stimmung kommt natürlich aus der Kurve und von den Fans, völlig klar. Ja, okay. Ja, das war meine Frage nochmal. Da wollte ich nochmal ein bisschen nachfassen. Wann warst du denn das letzte Mal im Stadion? Also bei Hertha gegen Stuttgart. Und ich glaube danach, war ich beruflich in Spanien und habe das Glück gehabt, dass ich noch zwei Karten erwischt habe in Sevilla für Frankfurt fürs Europapokalfinale. Ja, was ich ja auch gut fand, da wurde ja auch ein bisschen im Internet ein bisschen geschrieben, aber ist jetzt nicht so, dass du da eine zweite Liebe irgendwie in Frankfurt gewonnen hast oder so? Na, ich muss dir mal sagen, was die Fans da angezündet haben, das war schon ein ganz großes Kino. Also das war ja nicht nur das in diesem relativ kleinen Stadion, eine unglaubliche Anzahl von wirklich Frankfurt-Fans waren. Die waren übrigens auch 6 Klassen besser als die Fans von West Ham, war es, glaube ich, gegen die sie dann gewonnen haben. West Ham, genau. Ja, Halbfinale. Gegen Rangers. Also ja, haben alle gesagt, oh, jetzt kommen die Rangers und die werden da die Hütte anzünden. Ich muss mal sagen, das Gegenteil war der Fall. Die Rangers hast du nicht gehört und die Frankfurt-Fans waren wirklich im Stadion klasse. Aber da sind ja, glaube ich, noch 50.000 mitgeflogen mit Sondermaschinen, mit einem riesen Geld- und Zeitaufwand und haben die ganze Innenstadt dort zur Fanzone gemacht. Also das haben die schon toll gemacht und ich muss auch offen sagen, ich habe irgendwie mitbekommen heute, weil mir einer so einen Screenshot geschickt hat, dass da Einzelne sagen, man darf jetzt also als sportbegeisterter Fußballfan keine Bilder aus dem Stadion in Sevilla posten von den Fans von Eintracht Frankfurt. Also ich bin kein Frankfurt-Fan, überhaupt nicht. Aber ich muss mal sagen, wenn eine deutsche Mannschaft im Europapokalfinale steht, bin ich bei den meisten Mannschaften, vielleicht nicht bei allen, aber bei den meisten Mannschaften dann ein totaler Fan. Also und freue mich, wenn Deutschland den Titel holt, ist doch klar. Ja, darauf zielte meine Frage ab. Darauf zielte meine Frage eigentlich ab. Weil ich, geht mir eigentlich ähnlich. Also auch, ich würde bei mir auch nicht sagen alle, aber bei den meisten Mannschaften. So ist es ja. Ich muss mal ganz kurz hier was umstellen. Das hat man manchmal bei Discord. Kleinen Augenblick mal, weil ich habe gerade ein bisschen Tonprobleme bei mir selbst. Dürfte aber gleich wieder gehen. Kleinen Augenblick. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. So. Müsste wieder gehen, ne? Also du hörst mich hoffentlich. Ich höre dich super, aber... Ja, ist alles wieder in Ordnung. Nee, das ist manchmal bei Discord, da verschiebt sich dann ein bisschen was, dann höre ich dich in den Kopfhörern mit so einem Knacken, da muss man das einfach nochmal neu konfigurieren. Ja, wenn wir schon hier bei diesen ganzen kritischen Fragen sind, dann ist ja das, was macht man heutzutage, wenn man jemanden nicht kennt? Man gibt es bei Google ein und landet bei Wikipedia. Was finde ich da bei dir? 2019, FU war das, glaube ich, bezüglich deiner Dissertation Wirtschaftswissenschaften, wurde dir... Korrigiere mich, wenn ich jetzt irgendwas falsch sage in meinem flapsigen Sprachgebrauch. Wurde die Doktortitel quasi aberkannt aufgrund von Plagiatvorwürfen? Und du hast dann, glaube ich, bist einmal nochmal dagegen vorgegangen, aber hat sich daran nichts geändert. Kannst ja mal einfach ein Statement dazu. Ich weiß jetzt auch nicht, ich habe auch nichts gesehen, wo du dich schon mal dazu geäußert hast. Also Prozess läuft noch, das nur am Rande, aber... Ich habe in den 90er Jahren, übrigens ohne Internet, 10 Jahre lang fleißig an meiner Arbeit geschrieben. Meine Gutachter von damals, mein Doktorvater, sagen heute, sie würden mir morgen den Doktortitel wieder verleihen, weil die Arbeit gut war und weil das, was dann heute dort kritisiert wird, dass an einigen Stellen ich hätte ein paar Fußnoten, also nicht eine Fußnote, sondern ein paar Anführungszeichen setzen müssen. Die einen sagen, es ist richtig, die anderen sagen, es ist falsch. Es hat dann ein Gremium gegeben, die haben mit mir leider gar nicht gesprochen. Die haben dann, glaube ich, es waren 3 oder 4 Personen, die haben dann entschieden, dass sie den Titel nach 30 Jahren entziehen wollen. Trifft mich, muss ich ehrlich sagen. Also gar nicht, dass ich den Titel, den habe ich nie vor mir hergetragen, aber weil das ja so ein bisschen den Eindruck erweckt. Und dann gab es ja andere Fälle, die waren wirklich ganz schlimm. Und dann wird man in einen Topf geschmissen und du hättest da irgendwie betrogen und hättest da irgendwas nicht korrekt gemacht. Ich habe meine Arbeit, 450 Seiten, wirklich jedes Wochenende, jeden Urlaub, neben Beruf und anderen Sachen geschrieben. Macht mich traurig. Ich kann es leider heute nicht korrigieren. Und das ist auch ein Stückchen der Preis, den man leider dann bezahlen muss, wenn man Politik
gemacht hat. Ich glaube, sonst hätte da nie einer ein Wort drüber verloren. Ja, kann sein. Ich bin nicht im Detail genug da drin selber. Habe natürlich selber eine Bachelor- und eine Masterarbeit geschrieben. Daher sehe ich das immer ein bisschen differenzierter, sage ich mal. Also ich würde da jetzt keine Pauschalaussage zu treffen, dass jeder, der in diese Problematik kommt, direkt ja, ein Betrüger oder so ist. Aber für manche ist es halt so. Ich kann es nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, bei meiner Masterarbeit oder so. Und heutzutage sind ja auch allein die Computerprogramme ganz anders. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Leute, wenn man das immer alleine durch diese Systeme, die es heutzutage ja gibt, die es vielleicht vor 30 Jahren nicht gab, jagen würde, wie viele Leute da nicht richtig zitiert haben. Oder es reicht ja auch teilweise ein Vergleich. Also ich will das jetzt weder positiv noch negativ bewerten. Ich wollte es einfach mal von dir hören. Und habe einfach gemerkt, dass manche Leute, die mir geschrieben haben, den habe ich dann erstmal so ein bisschen erzählt aus der wissenschaftlichen Sicht, dass das vielleicht auch bei manchen Teilen schneller gehen kann, als man denkt. Da lache ich mir doch einen Arsch Also mein ab. Doktorvater hat damals in dem Prozess gesagt, wenn man die Maßstäbe an seine Professorenarbeit anlegt, müsste man die auch aberkennen. Die Uni hat mir bestätigt, dass ich alle Zitate auch mit Quellen belegt habe. Es geht wirklich um eine Frage der Zitiertechnik. Hat übrigens damals bei mir überhaupt keine Rolle gespielt. Und ich sage nochmal, ich glaube, der Break ist das Internet. Also dass es heute für manch einen einfach ist zu sagen, ich mache einfach irgendeinen Text aus dem Internet, kopiere den und nehme den in meine Arbeit rein. Ich habe eine Schreibmaschine und Karteikarte geschrieben. Das kann sich heute gar keiner mehr vorstellen. Du hast wirklich die Bücher gelesen. Und insofern war diese Vorwürfe, die es heute zu Recht bei einigen Arbeiten, glaube ich, gibt, die finde ich, treffen auf das, was ich von damals weiß, glaube ich, so nicht zu. Aber die Uni gibt den Titel, die Uni kann ihn nehmen und kann sich leider dagegen nicht wehren. Und du hast ja bis jetzt weiterhin noch im Gerichtsverfahren, ja, weil dann steht es bei Ja, es Wikipedia gibt. falsch. Ja, das steht, glaube ich, bei Wikipedia falsch. Ja, es ist immer noch anhängig beim Gericht. Das Gericht hat jetzt wieder den Termin verschoben und die Uni hat nochmal gebeten, einen Nachdruck zu kriegen, um das zu begründen. Aber ich bin da gar nicht im genauen Verfahren. Ich habe damals noch ein Rechtsgutachten gemacht über 30 Seiten hier vom Peter Aue, vom sehr renommierten Juraprofessor in Berlin, der zum eindeutigen Ergebnis kommt. Es gibt keine Täuschung. Darum geht es ja am Ende, ob man irgendjemanden getäuscht hat. Mein Doktorvater hat gesagt, er fühlt sich nicht getäuscht, er wurde nicht getäuscht, die Gutachter. Aber nur, lass uns über härter reden. Ich ärgere mich darüber, ich kann es nicht ändern. Ich habe 30 Jahre Politik gemacht. Es gibt zwei, drei Sachen, die sind, ich bin gescannt ohne Ende. Es gibt Ja. zwei, drei Sachen, die sind einfach so, wie sie sind. Und das ist dann auch so, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dass du damit leben musst. Ja, nee, das waren bloß die, weil wir so im Redefluss schon über Hertha waren, habe ich jetzt nochmal diesen Break gemacht. Eigentlich wollte ich es ganz am Anfang, die beiden kritischen Fragen stellen. Wow. Was heißt die beiden kritischen? Es gibt bestimmt noch mehr, es gibt ja auch noch Community-Fragen am Ende, aber das waren so die, die sich aufgedrängt haben, wenn man deinen Namen einfach eingibt im Moment in Verbindung mit Hertha. Ja, und das wollte ich gerne einfach nochmal von Ja, dir klar. persönlich gerne hören. Es gehört ja auch, Tom, es gehört ja auch zu meinem Leben dazu. Ich meine, ich sage jetzt, keiner ist unfehlbar. Und wenn man irgendwo einen Fehler gemacht hat, ich habe dafür, dass ich 30 Jahre wirklich in der Öffentlichkeit stand und Politik ist ja nun noch streitiger als härter und Wahlkämpfe sind da noch schwieriger, auch was die mediale Begleitung betrifft. Und ich habe hier die letzten 3 Male bei mir in Reinickendorf immer das berlinweit beste Ergebnis bekommen. Also die Menschen, die mich kennen, haben mir trotzdem vertraut. Und das ist dann auch wieder etwas, was schön ist, wenn man sagt, okay, wie bei den Füchsen auch, die wählen mich einstimmig, obwohl da sicherlich nicht alle die gleiche Partei wählen. Und ich halte auch Partei und Politik immer aus dem Sport raus, weil ich sage, das hat da wenig zu suchen. Gibt ein paar Ausnahmethemen, aber ich glaube, der Sport tut sich einen Gefallen, wenn er nicht jedes politische Thema dann auch streitig in den Verein zieht. Vereine sind vielfältig und die sind nicht alle einer Meinung und Vereine sollten eher zusammenführen, als die Leute gegeneinander aufzubringen. Das versuche ich übrigens in meiner Community auch, weil das nur für Streitigkeiten am Ende bei mir Ja, ja, sorgt, ja, nur ja, über ja. Fußball zu reden. Ist jetzt im Moment gerade ein bisschen schwer, Ja. muss ich ehrlich sagen, gerade weil du ja auch als Politiker jetzt kommst und als Politiker bekannt bist, hat sich das teilweise zu einem Politikum auch in meiner Community dann so bewegt, aber daran habe ich leider gar keinen Spaß, weil ich habe gar keinen Spaß leider an Politik, muss ich leider sagen, persönlich, aber das ist ja ein anderes Thema. Aber wenn wir jetzt kurz, bevor wir gleich wieder auf Hertha kommen, bei der, Ich hätte übrigens, soll ich ja? das noch sagen, ich hätte ja nie kandidiert, wenn ich noch ein politisches Amt auch nur im Kleinsten hätte. Ich finde, das geht auch nicht, wenn man härter Präsident ist. Also ich finde das nicht gut. Ich weiß, es gibt Kollegen, die waren ja sogar, glaube ich, politisch aktiv und wurden dann oder waren Präsidenten von Sportvereinen mit großer Wirkung.
Ich finde, das kann man nicht machen. Es geht beim kleineren Verein, kann man das machen. Bei Hertha muss man da auch eine Neutralität haben. Und ich könnte jetzt heute sagen, ich habe heute so viele Unterstützung von Sozialdemokraten und Grünen und den letzten Tagen bekommen, auch heute nochmal auf mein Kicker-Interview. Ich will jetzt keine Namen nennen, weil ich nicht weiß, ob die das wollen. Aber für mich ist völlig klar, Hertha ist keine parteipolitische Veranstaltung. Im Gegenteil, es geht darum, möglichst alle, gibt ein paar Grenzen, aber möglichst alle wirklich zu begeisterten Hertha-Fans zu machen. Ja, das ist übrigens auch mein Ziel. Wenn wir da bei der Community sind, würde mich ja mal interessieren. Das war ja jetzt über vier, drei Ecken, wie du den Kontakt zu mir gefunden hast. Wie bist du denn auf mich gestoßen? Das würde mich mal interessieren. Ich habe Oder uns. komischerweise, ich hab auf meinem, ich, also wenn ich mache viel Sport und habe irgendeinen Morgen auf meinem Fahrrad gesessen, wo ich da ab und zu mal YouTube gucke und habe dann bei YouTube Kai Bernstein bei dir gesehen. Und dadurch kam es dann, als ich gesagt habe, du pass mal auf, wenn ich jetzt auch hier eine Chance habe, meine Community zu erreichen, würde ich das gerne machen. Ich bin dir insofern auch sehr dankbar, dass wir heute hier die Chance haben, mal eine längere Zeit uns zu den Themen zu unterhalten. Ja klar, also ich bin da völlig neutral. Ich werde da auch meine Meinung nicht kundtun, bis zur Wahl. Hab gesagt, jeder, der sich rechtzeitig, das war jetzt auch wirklich knapp, rechtzeitig bei mir meldet, dem gebe ich die gleiche Chance. Also ich will da nicht hier für irgendeinen, weder für dich noch für Kai oder damals den Herrn Tana, eine Werbeveranstaltung machen. Das soll fair, jeder soll die gleiche Plattform haben. Und dann kann sich jeder, finde ich, sein eigenes Meinungsbild darüber machen oder bilden. Ja, dann lass uns gerne wieder in die Hertha-Fragen, in die sportlichen Fragen reingehen, die ich mir einfach so bei dir stelle. Also bei Kai war es ja, ist es ja so, der ist ja relativ früh schon mit der Initiative, er sagt ja nicht Programm dazu, sondern mit der Vision gekommen, wie Herr Thaner. Das war ja zu einem Zeitpunkt, da stand es ja noch gar nicht fest, wie es weitergeht, ob er, da lagen zwar Abwahlanträge gegen Gegenbauer vor, aber da war er noch nicht offiziell zurückgetreten. Das waren auch viele Fragen, zum Beispiel beim Herr Thaner. Wenn man jetzt dich mal so nach deiner Vision fragt, was willst du denn? Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, die zwischenmenschlichen Sachen bei Hertha, die wahrscheinlich auch Grund von vielem Übel sind, aber was willst du machen? Was ist denn so deine Vision mit Hertha? Also ich würde das mal ein bisschen versuchen, in die Zeiträume einzuteilen. Also ich glaube, das Erste, was wir jetzt hinkriegen müssen, ist, dass ab Montag alles dafür getan wird, wirtschaftlich, organisatorisch, strukturell, dass die sportliche Führung Freddy Bobic und alle, die da jetzt Verantwortung tragen, optimale Möglichkeiten hat, noch bis zum Saisonstart oder im Zweifelsfalle bis zum Ende der Transferperiode, also Anfang September, eine Mannschaft und einen Kader zusammenzubekommen, der wirklich eine gute Chance gibt in dieser schwierigen Bundesliga. Das muss man ja auch mal sagen, das ist eine richtig starke Liga, die wir da in der nächsten Saison haben. Ich meine, mit Bremen und Schalke sind ja zwei Mannschaften aufgestiegen, die ich jetzt mal ein bisschen flapsig gesagt nicht mit Greuther Fürth vergleichen würde. Und insofern ist natürlich die Gefahr, dass das eine wirklich schwierige Saison wird, relativ groß. Also müssen wir jetzt erstens dafür alles tun. Zweitens würde ich sehr gerne gucken, dass wir uns auf eine gemeinsame Kultur, auf eine gemeinsame Leitidee, auf eine Diskussionskultur, auch auf eine Kultur der Zusammenarbeit in den relevanten Gremien in den kommenden Wochen verständigen, damit wir dann nicht von den anderen Bereichen wieder Störfeuer während der Saison im sportlichen Bereich haben. Ich glaube, das muss dringend abgeschaltet werden. Das ist nicht sicher, dass wir damit erfolgreich sind. Aber es ist relativ sicher, wenn wir uns weiter alle an der Spitze kloppen und von morgens bis abends uns selbst beschäftigen, dass wir wahrscheinlich weniger erfolgreich oder gar nicht erfolgreich sind. Ja, dann gibt es natürlich ein paar große Themen. Ich meine, die Stadionfrage ist bekannt. Wir haben Themen wie Frauenfußball, Themen wie Tradition, Verabschiedungskultur. Also einfach Themen, die dann abgearbeitet werden müssen. Und hier will ich mir gar nicht anmaßen, nach 10 Tagen Innenansicht heute zu allem eine Antwort zu haben, wird auch gern auf diejenigen, die dann im Präsidium in anderen Bereichen mitmachen, natürlich zugreifen. Wir müssen ein Team sein. Da ist nicht einer, der alles alleine macht. Das finde ich nicht mehr für zeitgemäß. Und ich glaube, dass wir dann systematisch Themen abarbeiten müssen. Jugendakademie halte ich übrigens für ein wichtiges Thema. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil das Ziel sein muss, viel mehr junge Spieler bei Hertha in die erste Mannschaft zu kriegen. Das ist schwierig. Der Schritt ist gewaltig. Aber das muss ja der Anspruch sein, also nicht die Spieler nur zu verkaufen und hoffentlich am Ende noch ein Stückchen Überschuss zu machen im Saldo zwischen Jugendakademie und Transfererlös, sondern Wir lachen eigentlich dir doch müssen einen Arsch davon ab. Spieler in der ersten Mannschaft auftauchen, weil das ist unsere Erfahrung beim Füchsen. Die höchste Identifikation haben die Fans mit Jungs, die aus ihrer eigenen Jugend kommen und die einfach das blau-weiße Herz irgendwo in jungen Jahren auch gefunden haben.
So, dann gibt es natürlich langfristige oder mittelfristige Fragen. Und das sage ich ganz defensiv. Ich finde den Begriff Big City Club, der ist verbrannt, den sollten wir wegpacken. Das macht keinen Sinn. Aber was natürlich unser Anspruch sein muss in einer internationalen Stadt wie Berlin, ist, dass wir irgendwann internationalen Fußball anbieten und das hinkriegen. Und das setzt natürlich sportlichen Erfolg voraus. Ich finde das mit der Jugend einen ganz interessanten Punkt, dass du da auch den Bezug zu den Füchsen ziehst. Ich kann ja nur aus meiner Sicht sprechen. Ich kenne aber auch viele, denen es ähnlich geht. Ich bin damals Hertha-Fan geworden wegen Marcelinho. Das war so ein Einzelspieler, der ja sehr, sehr viele Wahnsinn, gezogen ja. hat. Der sehr, sehr viele gezogen hat, die auch gar nicht aus Berlin waren, die Hertha-Fans geworden sind, was es ja danach leider nicht mehr so häufig gab. Aber richtig Hertha-Fan mit dieser Identifikation bin ich wirklich geworden zu den Zeiten, wo wir Ebert, Dejaga, Fati, Boatengs, wo die alle gespielt haben. Die war ja gar nicht so mega erfolgreich, die Zeit, aber ich fand es einfach auf Deutsch gesagt wirklich richtig geil. Ich fand es richtig Ja. geil und ich sage auch immer noch, ich glaube auch, dass Fans, viele Fans, wenn du wirklich eine Mannschaft hast, die gespickt ist mit Leuten, die dafür brennen, ob die jetzt besser oder schlechter sind, verzeiht man auch einfach mehr und geht auch lieber hin. Es ist irgendwie Also. ein völlig anderes Feeling. Man sieht es ja schon bei einem Prince Boateng. Ich finde es auch gut, dass wir das jetzt so medial, sage ich mal, so ein bisschen diese Identifikation da ausschlachten. Aber das wünscht man sich natürlich viel mehr. Das muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist dann im Fußball auch gar nicht anders als im Handball. Wie findest du denn generell, was glaubst du denn, kannst du gut übertragen, um jetzt nicht von den Sachen zu sagen, die vielleicht beim Fußball oder Handball anders sind. Was kannst du denn nutzen aus deiner Zeit bei den Füchsen, unabhängig von dem, was du schon gesagt hast, mit dem, dass du da auch viel moderieren musstest, aber was kannst du denn gut nutzen, Fähigkeiten, die du dir da angeeignet hast oder die du vorher schon hattest, die dafür Erfolg gesorgt haben, die man sicherlich auch bei Hertha anwenden könnte, auch wenn es natürlich eine andere Dimension ist? Also ich glaube, wir brauchen starke Persönlichkeiten an jeder Stelle. Das ist meine Erfahrung. Wir brauchen die besten Leute an jeder Stelle. Das ist jetzt nicht nur eine Frage der Mannschaft, sondern insbesondere auch des Umfelds. Man muss dann darauf achten, dass diese besten Leute, die meistens starke Charaktere sind, sich nicht zanken, sich nicht überwerfen, eine gemeinsame Idee haben. Wenn es Konflikte gibt, muss man gucken, dass man die reduziert. Du musst klare Kompetenzen haben. Wer ist für was zuständig? Das sagte ich vorhin schon. Ich habe den Eindruck, manchmal ist es ganz schwierig, wenn zu viele Leute sich zuständig fühlen oder vielleicht sogar zuständig sind, intern streitig diskutieren, auch ein Klima der Kritikempfänglichkeit, ohne dabei verletzend zu werden, aber danach auch zu sagen, okay, schönen Dank für die Kritik. Und wenn derjenige das dann trotzdem anders macht, dann ist das auch okay, wenn er die Verantwortung trägt. Also ich bin mit Bob Hanning und Stefan Kretschmer auch nicht immer einer Meinung. Aber am Ende tragen die beiden die Verantwortung. Ich sage ihnen meine Argumente. Und nur wenn es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, würde ich sagen, pass mal auf. Ich würde wirklich empfehlen, dass wir nochmal drüber nachdenken. Ansonsten müssen die beiden die Verantwortung tragen und müssen es dann auch entscheiden. Und wenn ich bei Hertha drauf gucke, aber ich würde es gerne mit Freddy Bobic mal in Ruhe besprechen, weil er ist der Fachmann und er weiß ja sicherlich auch mit seinen Leuten, was er da tut. Aber wenn du junge Spieler integrieren willst, das ist meine Erfahrung, brauchst du eine sehr starke Achse, würde man wahrscheinlich im Fußball sagen, also sehr starke Führungsspieler, dann werden diese jungen Spieler automatisch besser. Also wenn junge Spieler in eine unsichere Mannschaft kommen, ohne eine klare Struktur, ohne klare Führungsspieler, da ist es für die jungen Spieler doppelt schwer. Also wenn wir junge Spieler haben wollen, müssen wir auch den Mut haben, starke Führungspersönlichkeiten vielleicht auch ganz gezielt dann in die Mannschaft zu integrieren. Und dann habe ich auch die Hoffnung, dass die jungen Spieler sich bei uns entwickeln und nicht in anderen Vereinen. Da hat es ja Hertha sowieso in letzter Zeit sehr dran gemangelt, an Führungspersonen auch auf dem Platz eben. Und das ist ja nicht mal, also Jugendspieler ist natürlich ganz wichtig, aber das ist ja nicht mal nur bei Jugendspielern so. Wir haben ja immer dieses Phänomen, was ich ja selber sage, ey, egal wen wir holen, gefühlt wird er bei uns erstmal schlechter sein. Und bei Union ist so das andere Extrem, egal wen die holen, irgendwie bei denen performt er besser als woanders gefühlt noch. Ja, da klappt alles. Das passt natürlich dazu auch ein bisschen. Das ist übrigens ein furchtbarer Satz. Ne? Ich meine, muss dich aber auch mal in den Spieler versetzen, den du verpflichten willst. Also wenn der jetzt einen Satz hört, liest oder glaubt und sagt, wenn ich zu Hertha gehe, wäre ich schlechter, ist ja klar, was der tut. So, und deswegen glaube ich wirklich, dass wir daran arbeiten müssen, dass man bei Hertha einfach sagt, Mensch, da ist ein Klima. Und der Präsident kann ja keine Tore schießen und das Präsidium kann auch den Spieler nicht überzeugen. Vielleicht können sie mal an einer anderen oder anderen Stelle helfen. Also es gibt auch mal Spieler, wo ich dann gesagt habe, komm, da geht man mal mit dazu und da hat man vielleicht selber auch dann eine Beziehung aufgebaut und dann kommt der Spieler auch, weil er merkt, dass auch das Präsidium eine gute, seriöse Performance hat.
Aber ansonsten müssen das ja die sportlich Verantwortlichen machen. Aber diese Kultur, Mensch, da ist eine Mannschaft, die ist auch lange zusammen. Also ich sag nochmal, ich will jetzt gar nichts kritisieren, weil ich kenne die Details nicht. Aber ich finde, die Fluktuation ist viel zu hoch. Also du hast ja immer schon, du musst ja am Anfang der Saison überhaupt erstmal gucken, wer ist da noch, wer ist jetzt wieder alles weg, wer ist wieder neu gekommen. Also das halte ich für ganz, ganz schwierig. Du hast ja vorhin angesprochen, dass du auf uns ja als Community gestoßen bist durch den Talk mit Kai Bernstein. Was würdest du denn sagen, unterscheidet euch beide in eurer Vision oder eben auch nicht? Na, er ist natürlich jemand, der aus der Hertha-Fanszene kommt und sein Leben, wenn ich das so sagen darf, in der Kurve und in dieser Szene verbracht hat. Der hat natürlich blau-weißes Blut, der hat ein blau-weißes Herz. Das ist ein 100% ja Herthaner. Also ich bin auch Hertha-Fan, solange ich denken kann, natürlich, und ärgere mich oder freue mich jedes Wochenende. Aber das ist natürlich eine ganz andere Herkunft. Und deswegen habe ich ja auch und werbe ich immer noch dafür und appelliere auch und versuche ihn davon auch noch zu überzeugen, dass ich sage, ich fände es geradezu genial, wenn es uns gelänge, gemeinsam ein Angebot zu machen, wo wir sagen, okay, ich bringe Skills mit, ich bringe Stärken mit, die er vielleicht nicht hat. Ich bringe vielleicht auch Möglichkeiten mit, die ihm schwerfallen. Und er bringt natürlich Dinge mit und bringt auch einen Teil der Fans mit, den ich möglicherweise schwer oder vielleicht auch gar nicht erreichen kann, weil mir da die Herkunft, die Glaubwürdigkeit fehlt. Und das ist ja das Gleiche, was ich mit dem alten Präsidium gesagt habe. Ich habe mit Ingmar Pering mich getroffen, der hat die Frage wahrscheinlich eh gleich gestellt. Und dann haben wir gesagt, pass mal auf, überleg dir das. Ich würde mich freuen, wenn du mitmachst. Und er hat gemeinsam mit Per-Mok Stürmer und mit Lutz Kirchhoff, dem Vorsitzenden der Fußballabteilung, dann entschieden, dass sie mich unterstützt. Darüber freue ich mich. Aber für mich ist das nur der eine Teil, dass die mich unterstützen, die seit langen Jahren da sind und mir helfen, jetzt auch ein Stück weit das alles zu lernen. Mein zweiter Wunsch ist, dass mir das auch bei Kai Bernstein gelingt. Und ich werde da bis Samstagnacht, wenn es sein muss, noch dran arbeiten und hoffe, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Kannst du Ich glaube, das verschiedene? wäre übrigens ein einmaliges Signal, wenn es dann auch gelingt, den Aufsichtsrat mitzunehmen und den Gesellschafter mitzunehmen. Wir kommen sicherlich noch zu Windhorst und den Dingen, die da schiefgelaufen sind. Dann ist das eine Aufstellung, da könnte ich richtig emotional werden. Verstehst du, weil ich sage, das ist so stark. Ich will jetzt keinen primitiven anderen Begriff, den du eben benutzt hast, benutzen. Stell mal vor, wir stehen da auf der Bühne, Frank Steffel als neuer Präsident, Kai Bernstein, Ingmar Pering und die bisher dabei sind, ja, also das alte Präsidium. Dann werden neue dazu gewählt. Dann hast du den Aufsichtsrat dabei. Dann hast du einen Windhorst, der das erste Mal das Gefühl hat, es gibt eine Gemeinsamkeit. Man kommuniziert vernünftig miteinander. Man streitet sich nicht über die Medien. Ich glaube, da gehen 3.000 oder 4.000 Leute am Sonntag happy nach Hause und sind stolz auf ihren Verein. Und das ist das, wo ich vor 10 Tagen gesagt habe, das will ich hinkriegen. Und deswegen trete ich an. Aber du hast völlig recht, ansonsten kann ich beim Füchsen bleiben. Kannst du verstehen, wenn jetzt kritische Stimmen kommen, die sagen, es wird ja zumindest öffentlich so dargestellt, es läuft wahrscheinlich auf einen Zweikampf jetzt raus, jetzt gerade mit Ingmar P. Ich habe da noch ganz viele Fragen zu den ganzen Sachen, die du gerade gesagt hast. Kannst du verstehen, wenn es öffentlich die Kritik gibt, dass du sagst, ja, aber würdest du denn auch andersrum, wenn Kai Bernstein Präsident ist, ins Präsidium gehen? Ich weiß es nicht, will dir die Antwort nicht im Mund legen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, du würdest nicht, wenn er Präsident ist, auch so ins Präsidium gehen. Oder habe ich das jetzt falsch, interpretiert? Nein, das hast du insofern natürlich richtig interpretiert. Ich würde jetzt nicht sagen, ich höre bei den Füchsen morgen auf, um dann mit Präsidiumsmitglied bei Hertha zu werden. Das war jetzt auch nicht meine Gesprächsgrundlage mit dem Aufsichtsrat und mit den vielen da in diesen sogenannten etablierten Strukturen. Ich meine, das gehört ja zur Wahrheit dazu. Es gibt in dem sogenannten Establishment bei Hertha, glaube ich, fast keinen, die sagen, sie wollen, dass Bernstein Präsident wird. Das ist ja auch ein Teil, der ihm das dann sehr schwer machen würde. Ich habe das mit ihm ja ganz ausführlich besprochen und habe gesagt, Kai, die Option, dass ich jetzt da ins Präsidium gehe, die gibt es nicht. Ich bin gerne bereit zu sagen, ich kann die dir gar nicht. Wenn es eine Stimmung bei Hertha gibt, zu sagen, hey, wir nehmen den Bernstein und der baut dort die Truppe auf, die wir für leistungsfähig halten, ist das völlig in Ordnung. Also mir geht es hier nicht darum, irgendeinen Posten zu kriegen. Also am Ende ist das übrigens ein wirkliches Ehrenamt. Also es gibt weder eine Aufwandsentschädigung, nicht mal eine Taxiquittung kannst du abgeben. Also überspitzt gesagt, das ist wirklich Ehrenamt, wie beim Füchsen auch. Das ist Arbeit, eine Menge Arbeit. Und ich glaube trotzdem, dass man das hinkriegen kann und dass man dieses sogenannte Duell und diesen Zweikampf und diese ganzen furchtbaren Begriffe, die ich aus dem Sport gar nicht kannte, ja, da gibt es ein Lager,
ein Lager Bernstein und dann soll ich ein Lager haben. Ich habe gar kein Lager. Ich bin 10 Tage dabei. Ich habe kein Haus, mache keine Seilschaften und schon gar kein Lager, sondern ich mache ein Angebot und das heißt, lasst uns alle gemeinsam gucken, dass wir das Beste für Herber hinkriegen und hoffe immer noch, dass das gelingt. Ich weiß übrigens auch, dass das für einen Kai wahnsinnig schwierig ist. Ich meine, der ist vor Monaten gestartet und irgendwann sagen die da, jetzt nehmen sie irgendeinen anderen. Das ist für ihn natürlich eine blöde Situation. Und der muss natürlich auch in seiner Community Menschen überzeugen, die sagen, hör mal, jetzt sind wir so weit gegangen und jetzt wollen wir es noch zu Ende gehen. Aber was ist denn, wenn er verliert am Sonntag? Nehmen wir mal den Fall. Es gibt ja dann nur noch 2 Möglichkeiten. Wenn er gewinnt, okay, ich bin weg, dann zankt er sich vielleicht mit denen, die da schon immer waren. Okay. Wenn er verliert, dann gehen seine Anhänger frustriert aus der Halle und sagen typisch Hertha, alles Mist, die wollen uns nicht mitmachen lassen. Ich halte das für ein wirklich schlechtes Ergebnis. Kannst du verstehen, ich habe dir ja vorhin schon in den kurzen 5 Minuten, wo wir da gesprochen haben, gesagt, dass ich mir immer sehr viel durchlese auf Twitter, auf YouTube und so weiter, um mir die ganzen Fanmeinungen mal aufzusaugen, was es da so für Meinungen gibt. Kannst du verstehen, das hört sich ja jetzt so außen betrachtet erstmal sehr gut an, aber kannst du verstehen, dass Leute denken, dass dieses Angebot ja im Endeffekt so ist, dass Kai Bernstein halt seine Ziele vielleicht dann, also dass diese, sag ich mal jetzt, ich will es nicht so nennen, weil das ist ja nicht so, wie du es gesagt hast, aber dass es wie eine Unterordnung dann wirkt und er seine Ziele nicht maximal erreichen kann, weil er hat ja auch gesagt, er will nur ins Präsidium als Präsident und nicht als Präsidiumsmitglied. Kannst du verstehen, wenn manche da, wie soll ich das formulieren, ein bisschen kritisch dem gegenüberstehen, dass du ihm zwar ein Angebot machst, aber eben nur, wenn du Präsident bist, auch wenn du es gerade schon ausgeführt hast. Aber weißt du, worauf ich hinaus will? Da gibt es ja so diese kritischen Stimmen. Ich kann das total verstehen. Ich sage nochmal, das ist für ihn eine ganz schwierige Situation. Ich verstehe da den Frust, verstehe die Verärgerung, ich verstehe auch seine Unterstützer, die sagen, hör mal, wir haben das jetzt alles so lange vorbereitet. Er war der Erste, der rauskam, dann kommt da irgendeiner 14 Tage vor der Wahl. Ich kann das total verstehen. Und weiß, dass er da über den Schatten springen muss und wirklich einen großen Beitrag leisten muss, der ihm nicht nur nicht leicht fällt, sondern der eigentlich schon wirklich eine kleine Zumutung ist. Und trotzdem werbe ich dafür und sage, ich will jetzt hier keine Details ausbreiten, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, ihn wirklich an einer wichtigen Stelle einzubinden und ihn vielleicht auch, wenn ich das doch noch inhaltlich sagen darf, ich habe den Eindruck, ein größerer Teil der Themen, die ihm wirklich wichtig sind, sind gar nicht die Hauptaufgaben des Präsidenten. Also ich glaube, ich weiß, was ein Präsident eines solchen Vereins im Wesentlichen tut. Und ich weiß nicht, ob das die Dinge sind, die jetzt Kai Bernstein wirklich im Wesentlichen antreiben. Und deswegen glaube ich, dass man das gut kombinieren könnte und dass ich die Dinge tue, die eben ein Präsident eines 200-Millionen-Unternehmens machen muss. Wir haben, glaube ich, eine Bilanzsumme von 250 Millionen, der sehr viel mit Gremien, mit wirtschaftlichen Dingen, mit vielen Dingen auch im gesellschaftspolitischen Bereich zu tun hat, mit Sponsoren, mit anderen Fragen. Und er hat Stärken da, wo ich vielleicht gar nicht die Zeit am Ende habe. Und deswegen werbe ich dafür, will es jetzt nicht hier über deinen Channel zu lange tun, weil ich glaube, das schafft man am ehesten. Das ist meine Erfahrung, wenn man sich hinsetzt unter 4 Augen. Und nochmal genau das auslotet. Und ich kann auch mal positiv allen den Zuschauern sagen, ja, das werden wir auch noch weiter tun. Und das tut er auch dankenswerterweise weiter. Und ich glaube daran, dass wir das hinkriegen. Also denkst du, um es mal jetzt wiederzugeben, so wie ich es verstanden habe, denkst du, dass es von der Aufteilung, wer welche Position hat, sinniger wäre, du als Präsident und er auf jeden Fall auch in einer entscheidenden Position, aber eben in anderen Bereichen. Davon gehst du aus, dass das die bessere Lösung einfach wäre. Und deswegen wirbst du dafür. Also ich werbe dafür, dass alle, die wichtig sind und mitmachen wollen, auch mitmachen können, weil ich nicht möchte, dass wir am Sonntag auseinandergehen und dann, wie es jetzt ja auch von einigen gesagt wurde, dann machen wir eben 2 Jahre Opposition. Also ich muss sagen, das ist für mich das schlechteste Ergebnis, was wir erreichen können, dass am Sonntag diese Versammlung ein neues Präsidium wählt. Es geht ja nicht nur um Präsidenten. Wir haben gerade einen neuen Aufsichtsrat gewählt mit einer riesen Mehrheit übrigens. Die haben tolle Ergebnisse. Ja, Andreas Schmidt, Thorsten Klein, die haben alle ganz, ganz riesen Ergebnisse bekommen, sind für 4 Jahre gewählt. Die haben sich jetzt ein Stück weit rausgelegt, haben gesagt, wir haben jemanden von außen, dem trauen wir das zu. Und jetzt kommt der nächste Konflikt. Ich will das nicht. Ich will das dass möglichst alle, die mitmachen wollen und mitmachen können und von den Mitgliedern demokratisch gewählt werden,
nicht am Montag in die Opposition gehen und sagen, jetzt werden wir mal dafür sorgen, dass es die nächsten 2 Jahre Theater gibt. Weil dann bin ich ziemlich sicher, dann gibt es keinen Erfolg und macht uns auch alles keinen Spaß. Okay, um von dem Thema Kai Bernstein mal auf das andere Thema zu gehen, was du ja in der ersten Frage direkt mitbeantwortet hast. Für mich als Außenstehender ein bisschen schwierig nachzuvollziehen war jetzt, Zusammenschluss ist es ja nicht, sondern die Unterstützung von Ingmar Pering, weil es wurde zumindest in der Öffentlichkeit, das kann ja sein, dass du das von Anfang an anders kommuniziert hast, aber so wurde es in der Presse geschrieben, Steffel steht auf jeden Fall für Neuanfang, wofür, als er noch selber als Präsident kandidiert hat, Ingmar Pering nicht stehen kann, weil er aus dem alten bestehenden Präsidium ist. Für mich war jetzt ein bisschen schwer nachzuvollziehen, ist das dann wirklich noch ein richtiger Neuanfang oder, ja, was du ja auch schon erwähnt hast, Seilschaften hast du nicht, hast du gesagt, du kanntest einen Großteil davon vorher auch nicht persönlich, aber inwiefern wäre es trotzdem noch aus deiner Sicht ein Neuanfang, auch wenn du mit jemandem, der schon in den anderen Amtszeiten mit dabei war, zusammen ins Präsidium gehst? Also ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube, im Verein kann man Leute nicht einfach rausschmeißen. Und die sind ja übrigens gewählt. Also ich meine, diese 4 Personen, die jetzt im Präsidium noch sind, sind ja für die nächsten 2 Jahre mal einfach gewählt, sind übrigens gerade, wenn man das so interpretieren will, bestätigt worden, dadurch, dass sie nicht abgewählt worden sind, übrigens mit relativ ordentlichen Ergebnissen bestätigt worden, also nicht abgewählt worden. So, und der Pering war jemand, der hat nach allem, was ich höre, eine ganze Menge Opposition gegen Gegenbauer gemacht in den letzten Jahren. Also ihm jetzt vorzuwerfen, er war ein Gegenbauermann, ist, glaube ich, wirklich, wenn man diesen Vorwurf überhaupt für wichtig hält, aber das ist wirklich nicht redlich. Da war der Fabian Drescher, der sich ja für Kai Bernstein engagiert und sagt, er kandidiert nur unter Bernstein und legt ansonsten auch sein Amt nieder, was ich sehr bedauere. Ich halte das für eine falsche Entscheidung, aber die hat er jetzt getroffen, weil man muss auch zusammenarbeiten können, egal wie ein Ergebnis ausgeht. Der war übrigens zeichnungsberechtigt und galt als viel mehr von Gegenbauer gefördert. Ich würde ihm das nie vorwerfen. Ich will nur sagen, ich glaube, man tut ja auch ein Stückchen Leuten Unrecht. Und der Pering hat gesagt, er unterstützt mich gemeinsam mit Per Mock Stürmer und Lutz Kirchhoff. Und darüber freue ich mich, ehrlich gesagt. Das ist ein Teil. Und wenn ich das auch nochmal sagen darf, Tom, bei mir schlagen zwei Meinungen auf. Die einen sagen, wie kannst du diesen Pering und diese Leute weiter im Präsidium ertragen? Ist ja ganz furchtbar, geht gar nicht. Und dann kommt der zweite Teil und sagt, wie kannst du mit diesem Bernstein überhaupt reden? Ist ein ganz furchtbarer Ultra, wir wollen die nicht. Der darf überhaupt nicht ins Präsidium, geschweige denn eine andere wichtige Funktion übernehmen. Ich halte beides für falsch. Ich stehe auch für beides nicht zur Verfügung. Ich stehe für Ausgrenzung und für nicht mitmachen lassen. Stehe ich nicht zur Verfügung. Das ist nicht mein Ansatz in einem Sportverein. Ich halte den für Grundfall. Also du möchtest eigentlich auch verhindern, dass es eben sowas wie eine Opposition gibt, habe ich schon daraus verstanden. Wie siehst du denn das jetzt überhaupt? Das ist ja passiert immer wieder mal, aber eine relativ kurze Amtszeit, die es dann auch geben würde. Denkst du denn, dass man trotzdem in der kurzen Zeit, oder wie denkst du, was kann man in dieser kurzen Zeit verändern, damit man eben auch in seinem Amt bestätigt wird? Weil das ist ja, sag ich mal, so eine Funktion, wo du relativ weit weg direkt vom Operativen bist. Da hast du deine Bereichsgeschäftsführer und so weiter, wie zum Beispiel in Freddy Bobic. Es ist ja wirklich eine kurze Amtszeit, die jetzt am Sonntag erstmal gewählt wird. Oder siehst du es anders? Da lache ich mir doch einen Arsch. Sehe ich anders. Ich meine, bei den Füchsen wählen wir immer nur für 2 Jahre. Okay. Und ich finde das auch völlig in Ordnung. Ich meine, wenn die Mitglieder der Meinung sind, ich soll es nicht mehr machen, dann ist das eben so. Ich bin da total optimistisch. Ich glaube, dass die jetzt gewählt werden, in 2 Jahren ein viel besseres Ergebnis kriegen werden. Natürlich hängt das auch an sportlichen Fragen. Ich will das jetzt gar nicht diskutieren, ob das gerecht oder ungerecht ist. Also ob da eine junge Frau wie Anna Jüngermann dafür verantwortlich zu machen ist, weil die Mannschaft keine Tore schießt, das würde ich wirklich mal ein Stück weit gerne streitig diskutieren. Aber ich kenne beide Meinungen. Ja, die einen sagen, die waren dabei und die haben das alles abgenickt. Und die anderen sagen, was kann die dafür? Die ist erst seit 1,5 Jahren dabei. Ich bin da ehrlich eher auf der Seite zu sagen, jetzt übertreibt zwar nicht. Also das sind Ehrenamtler, die können jetzt auch nicht jeden Spielertransfer verantworten. Aber ich weiß, das sind unterschiedliche Meinungen. Aber ich bin total zuversichtlich, dass wir in 2 Jahren bessere Ergebnisse kriegen, weil die Leute merken, dass wir wirklich ganz, ganz engagiert ein Präsidium der Mitglieder sind, ein Präsidium der Fans sind, eine neue Kommunikationskultur mit den Mitgliedern aufbauen, einen neuen Fandialog aufbauen.
und alle einladen, mitzumachen. Und das setzt dann auch voraus, dass man aufhört zu meckern, übrigens auch im Internet mal ein bisschen mehr sich wie Vereinskameraden verhält und nicht jedes Mal den anderen. Ja, also ich finde, ja, tut mir leid. Also meinst du mich? Das auch, nee. Nein, dich doch nicht, überhaupt nicht. Nein, nein. Ich meine Kommentare, die ich da zum Teil über alle lese, wo ich immer sage, ja, also der ist doof und der ist doof und der ist schlecht und der ist ganz schlecht. Ich finde, da sollten wir alle uns mal bemühen, lass uns doch mal prüfen, ob wir mit gut übereinander reden, nicht erfolgreicher werden sportlich. Und ich hätte eine Prognose. Nein, okay. Du bist ausdrücklich ausgenommen. Ich dachte gerade, du redest jetzt von mir hier, weil ich, Kai hat es ja schon gesagt, er ist auf mich gestoßen, weil ich immer so viel rummecker. Aber das ist ja nur hauptsächlich im sportlichen Bereich, da möchte ich mich nochmal. Heute ja noch nicht. Im Sport müssen wir ja auch ein bisschen meckern. Das kennen wir ja bei jeder WM, bei 80 Millionen Bundestrainer. Das finde ich auch in Ordnung. Genau so ist es. Du hast ihn vorhin auch schon mal selber angesprochen. Mittlerweile ist es ja. Ich wiederhole mich jetzt oft, ja, weil das so vergleichbare Fragen sind. Ich habe es schon so oft gesagt, es gibt verschiedenste Lager zu Windhorst. Es gibt die Leute, die lehnen ihn generell komplett ab. Es gibt Leute wie mich. Ich finde, dem wurde teilweise auch Unrecht getan. Er hat vielleicht nicht immer die glücklichsten Entscheidungen getroffen, wann er sich wie geäußert hat, klar. Und hat vielleicht auch andere Sachen gefordert, als man von einem Fußballverein fordern kann nach so einem Investment. Aber ich bin dem nur total neutral und weiß auch, wie wichtig der in der jüngsten Vergangenheit für uns war, dass wir erstmal auch überleben konnten. Und dann gibt es halt Leute, aber ich bin trotzdem kritisch, und dann gibt es halt dieses Lager, die alles gut finden, was er macht. Wie stehst du denn zu Lars Windhorst? Kennst du ihn und wie stehst du zu ihm? Also ich habe noch keinen getroffen, der alles gut findet, was er macht. Also das Lager muss sehr klein sein, glaube ich. Ich ist für mich ein zweigeteilter. Also wenn man 66% seines Unternehmens oder seines Vereins verkauft, dann ist damit klar, dass derjenige, der das kauft, auch für sich den Anspruch hat, über wesentliche Vorgänge zumindest informiert zu sein. So, und hier habe ich den Eindruck, ist es, und damit sind wir beim zweiten Punkt, im Wesentlichen eine Kommunikationsfrage. Ich glaube, dass es keine vernünftige Kommunikation gab. Ich glaube, dass das beide Seiten betrifft. Aber Hertha natürlich ein hohes Interesse daran hat, auch mit dem Investor, mit dem Gesellschafter, muss man ja sagen, mit dem Mehrheitseigentümer, ein vernünftiges Auskommen zu haben. Und dann hat sich das hochgeschaukelt, und ich bin sehr sicher, dass man das mit Lars Windhorst vernünftig hinbekommt, weil er hat auch nur ein Ziel am Ende. Erfolg für Hertha BSC, sonst hätte er es nicht gemacht. Und an dem Maßstab sollten wir uns alle orientieren, und dann kriegt man es, glaube ich, auch vernünftig hin. Ich sage übrigens auch noch ergänzend, ich hätte wahrscheinlich 2/3 nicht verkauft. Also ich kenne jetzt nicht genau die Rahmenbedingungen, die damals vereinbart wurden. Ich hätte bei 49% Schluss gemacht. Ich glaube, das wäre auch, wenn man es überhaupt an einen verkauft, ich glaube, das wäre auch glaubwürdiger gewesen, weil dann auch für jeden, der nicht jetzt Gesellschaftsrecht studiert hat, klar ist, dass die 50+1-Regel gilt. So muss man das immer erklären. Ja, wie, der hat 66% oder 65 ein bisschen, aber irgendwie gilt doch 50-1. Also ganz kompliziert. Ich halte das, es ist aber jetzt so gemacht worden. So, insofern müssen wir darüber auch nicht mehr reden. Es kostet eine Milch. Und jetzt müssen wir mit der Situation umgehen. Punkt. Ich könnte jetzt ganz viele Details dazu sagen, habe das auch bei einigen Fanclubs gesagt, oder will da gar nicht Öl ins Feuer gießen. Die Entscheidungen sind getroffen, nicht von mir, und ich werde mich bemühen, im Sinne des Vereins dafür zu sorgen, dass das jetzt auch eine vernünftige Zusammenarbeit wird, weil alles andere schadet Hertha BSC, und darum geht's. Finde ich ganz interessant, dass du ja auch direkt den Punkt angesprochen hast. Das wäre nämlich meine nächste Frage an dich gewesen. Als allererstes mal, wie stehst du denn zu der 50+1-Regel? Was hältst du denn von der? Das ist ja relativ einzigartig im deutschen Fußball. Im europäischen Fußball. Ja. Also ich glaube, dass sie der deutschen Vereinskultur entspricht. Und das ist das, was eben in vielen anderen Ländern ja gar nicht der Fall ist. Also in Großbritannien beispielsweise, was ja immer jetzt kein Beispiel, gibt es ja gar nicht diese unmittelbare Vereinskultur. In Deutschland kommen ja viele Vereine aus dem Breitensport und werden dann im professionellen Sport erfolgreich. Während ja in Großbritannien und in anderen Ländern sind das ja eher Kapitalgesellschaften. Da sind dann zwar auch Mitglieder da, weil eben irgendwann Fans eintreten, aber eigentlich sind das im klassischen Sinne gar keine Sportvereine, sondern eher Merchandising-Unternehmen. Und ich halte die deutsche Kultur für gut und glaube, dass, solange wir es durchhalten, wir sehr hart an der 50+1 festhalten sollten. Und momentan zeigen uns ja auch die deutschen Vereine, wir haben über Frankfurt gesprochen, wir haben ja auch nicht den Eindruck, dass jetzt bei Bayern München gar keine Chance mehr besteht, in den nächsten Jahren die europäische Spitze zu attackieren. Also ich glaube, dass die deutschen Vereine auch mit 50+1 gut leben können.
Ich finde bin deswegen dafür, das auch zu behalten. Ich bin auch dafür, das zu behalten. Also ich finde es richtig gut, dass wir das so machen. Ich frage mich bloß, weil am Ende geht es natürlich auch der DFL oder dem DFB auch um Geld. Ich frage mich immer, wie lange wir das halten. Ich habe selber so ein bisschen die Vermutung, kannst ja gerne du deine Einschätzung mal dazu geben, dass es trotzdem irgendwann dazu kommen wird, dass es die 50-plus-1-Regel auch in Deutschland nicht mehr gibt, einfach weil man wahrscheinlich irgendwann Angst hat, den Anschluss zu verlieren. Klar, du hast es gerade super beschrieben, ne? Die geben teilweise, also du siehst es ja, ein Abstiegskandidat in der Premier League liegt natürlich auch an Fernsehgeldern und so weiter, aber eben auch an Sponsoren, die da eintreten, wie zum Beispiel bei Newcastle. Ein Abstiegskandidat kann Geld ausgeben, wie bei uns nicht mal ein Champions-League-Teilnehmer. Ja. Und trotzdem haben sie ja nicht zwangsläufig mehr Erfolg. Ist jetzt nicht so, dass jedes Mal in der Champions League im Halbfinale 4 englische Mannschaften stehen. Das kann man ja auch so nicht sagen. Aber glaubst du trotzdem, dass es irgendwann unvermeidbar wird? Das ist ja auch keine Entscheidung zwangsläufig jetzt, die du dann irgendwie treffen könntest. Aber glaubst du, dass das irgendwann mal ad acta gelegt wird? Oder bist du da trotzdem weiter zuversichtlich, dass wir das im Sinne der Vereinskultur in Deutschland auch halten können? Also ich glaube, wir werden es halten. Also ich kenne das Thema wirklich hoch und runter, weil ich nun alle DFB-Präsidenten der letzten Jahre, ob Wolfgang Niersbach oder Reinhold Grindel oder jetzt Fritz Keller und wirklich alle sehr gut kenne. Ich kenne auch bei FIFA und UEFA alle handelnden Akteure, umstritten sie auch sind. Aber sie haben natürlich alle auch eine Auffassung dazu von Gianni Infantino, Sepp Blatter, Platini und so weiter. Da ich sie alle aus langen Jahren auch internationaler Sportpolitik kenne Christian Seifert, der dazu natürlich auch eine Auffassung hat. Also ich kenne die Diskussion sehr gut und habe immer gesagt, wisst ihr, ich bin dafür, dass 50 plus 1 bleibt. Wir müssen aber natürlich sagen, dass die Modelle im deutschen Fußball, nehmen wir nur mal die Bundesliga, schon sehr, sehr unterschiedliche sind. Also ich meine, was in Leipzig passiert, hat ja mit dem, was wir als Hertha e.V. denken, wenig zu tun. Das, was bei Werksmannschaften, ich mag den Begriff nicht, aber es ist ja ein Stückchen Wahrheit. Egal, ob wir über Leverkusen oder über Wolfsburg reden, ist natürlich jetzt kein juristisches Aushebeln von 50 plus 1. Aber es ist natürlich eine etwas andere Rahmenbedingung. Wenn Borussia Dortmund, ein Verein mit einer riesen Fankultur, trotzdem an der Börse gehandelt wird, als Kapitalgesellschaft, ist das auch wieder ein ganz anderes Modell. Also ich glaube, wir haben so viele Nischen mittlerweile rechts und links geschaffen. Ich meine, Bayern München hat Anteile verkauft, was ich übrigens ein gutes Modell finde, an mehrere sehr renommierte Unternehmen, Adidas, Telekom. Wir haben bei uns 66% verkauft, obwohl wir eigentlich eine 50-plus-1-Regel haben und das dann wieder über irgendwelche Gesellschaftsrechte und über eine KGaA geregelt. Also ich will damit nur sagen, ich will jetzt die Zuhörer hier und die Zuschauer nicht langweilen, aber das ist ein so komplexes Thema, dass sich da viele auch ein bisschen nostalgisch in die Tasche lügen und tun, als ob da Geld gar keine Rolle spielt. So ist es natürlich nicht. Und was in Hamburg passiert ist mit Kühne, ist auch eine Sondersituation. Und meine war jetzt die Einflussnahme von Gazprom auf Schalke, die da völlig überhöhte Sponsorenleistungen bezahlt haben. Wenn das bestimmt in Zeitung steht, war das jetzt eine Einflussnahme oder war das jetzt ein klassisches Sponsoring? Also die Bandbreite ist extrem groß und da bin ich noch gar nicht in Paris oder bei Real Madrid oder in Barcelona. Es zeigt, es geht eben um sehr viel Geld. Aber gehst du davon aus, dass... Oh, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber gehst du davon aus, dass es bleibt, dass es Bestand haben wird? Ich gehe davon aus, dass in Deutschland 50 plus 1 bleibt. Ich halte das auch für völlig richtig. Sage aber, dann sollten wir auch nicht rechts und links 1000... Sonderregelung möglich ist, sondern dann sollten wir auch wirklich auf die Kultur und auf die Vereine ein Stückchen achten. Also da verstehe ich auch die Enttäuschung vieler Fans, die den Eindruck haben, wir reden zwar von 50-1, aber eigentlich passt ganz gut war ein Reim, macht am Ende jeder seins. Ja, was ich ganz interessant war, fand, was du ja davor, in zwei Fragen davor beantwortet hast, mal so beiläufig, dass du vielleicht nicht 66% verkauft hättest. Es wird ja immer wieder kolportiert, dass ein Windhorst eventuell noch mal mehr Geld nachschießen könnte oder eventuell auch bei einem Neuanfang dazu bereit wäre. Das würde ja aber zwangsläufig eigentlich dann einhergehen, dass man noch mehr Anteile verkauft. Oder sehe ich das falsch? Also ich habe das mit ihm natürlich noch nicht im Detail besprochen, so wie ich auch mit Freddy Bobic und den Verantwortlichen nicht vor meiner Wahl rede. Ich finde, das gehört sich nicht. Wir haben jetzt mal einmal gesprochen, haben einfach mal ein paar Rahmenbedingungen mal erörtert. Ich habe mir das auch einfach beschreiben lassen, wie das aus seiner Sicht gelaufen ist und wie es besser laufen müsste in Zukunft. Es gibt unterschiedliche Modelle.
will die jetzt gar nicht an allen Details hier ausbreiten. Ich meine, ich bin 30 Jahre Unternehmer und weiß, dass es mehr, viele Möglichkeiten von Kapitalbeschaffung gibt. Das muss man ja auch bei Windhoch fairerweise sagen. Ich meine, er hat das alles ins Eigenkapital gezahlt. Das sind ja keine Darlehen, da wird nicht zurückgezahlt, sondern das Geld ist voll in den Verein oder in die KG geflossen. Natürlich besteht zum einen die Möglichkeit, wenn man es nicht richtig hält, weitere Anteile zu verkaufen. Ich halte das für eine schwierige Konstellation, muss allerdings sagen, einen zweiten Gesellschafter daneben stellen, ist, glaube ich, noch komplizierter, weil jemand jetzt zu finden, der da 5 oder 10% kauft und weiß, dass er nur gar nicht mehr damit irgendwie beeinflussen oder diskutieren kann, wird auch kompliziert. Es gäbe natürlich Möglichkeiten, Kredite aufzunehmen, halte ich für eine zweite gute Lösung. Oder es gäbe die Möglichkeit, über andere Modelle zu schauen, wenn wir das Geld denn brauchen. Aber ich glaube, entscheidend ist übrigens, wenn ich das auch nochmal sagen darf, Tom, dass wir jetzt mal die Lanzen hinkriegen, wo wir nicht jedes Jahr Riesenverluste machen. Das So. war. Und ja, das ist ja kein Normalfall, dass man sagt, ich mache so lange Verluste, bis irgendeiner kommt, der mir Geld gibt. Sondern der Normalfall wäre ja, dass wir uns alle gemeinsam jetzt mal in den nächsten 2, 3, 4 Jahren darum bemühen, dass eine Saison am Ende der Saison, wie das ja bei vielen Vereinen der Fall ist, mindestens mal mit der schwarzen Null abgeschlossen wird. Das habe ich übrigens beim Füchsen gemeinsam mit Bob 17 Jahre lang geschafft. Wir haben nicht ein Jahr Verlust gemacht. Ich weiß nicht, hast du zufällig mal diese ZDF-Dokumentation gesehen, wo es ein bisschen um die Verluste von Hertha BSC ging in den letzten Jahren? Ja, Ja. ja. Da wird ja eigentlich deutlich klar, gerade im Vergleich zu anderen Bundesliga-Clubs, dass man das eben nicht auf Corona schieben kann, ausschließlich, weil wir ja da deutlich am schlechtesten abschneiden. Und da wird auch deutlich klar, natürlich kann man immer mehr Einnahmen generieren, aber dass wir eindeutig ja auch ein Ausgabenproblem haben. Glaubst du, wir haben noch viel Potenzial, auch mehr Einnahmen zu schaffen? Und was glaubst du, musste man machen, damit man eben dieses, jetzt versuchen wir es ja schon, zum Beispiel eine große Position ist ja immer Personalkosten, ob das jetzt ein Verein ist oder ob das ein Unternehmen ist, aber da versuchen wir ja schon Stück für Stück das abzubauen. Aber siehst du auf beiden Seiten Potenziale und wenn ja, wie sehen die, wie sehen die so ein bisschen aus vielleicht? Also ganz grob. Also ich will hier nicht nach 10 Tagen jetzt den Klugschwätzer spielen, ehrlich gesagt. Ich höre, dass es auch dass Freddy Bobic übrigens an vielen Stellen sehr sparsam vorgeht, auch bei der Kritik, die man ansonsten liest, das nicht ganz so zutrifft. Kann das aber auch nicht im Detail heute beurteilen, kannst du mich in einer Woche nochmal fragen. Ich höre, dass es in der Geschäftsstelle auch mittlerweile doch Einsparungen gibt. Ich weiß auch, dass daran gearbeitet wird, die Spielergehälter, die in den letzten Jahren ja sich sehr erhöht haben, deutlich runterzukriegen. Natürlich auch Transferüberschüsse zu realisieren. Aber glaube auch, dass es natürlich mit einem guten Image auch eine Möglichkeit gibt, auf der Sponsorenseite noch was hinzukriegen. Ich meine, ich will jetzt gar nicht Gerüchte befeuern, aber ich glaube schon, dass es relevante Konzerne in Deutschland, in Europa, auf der Welt gibt, die sich ein Sponsoring in einem erfolgreichen, seriösen Hauptstadtfußballverein auch vorstellen könnten. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Sponsoren, die heute da sind, dankenswerterweise uns riesig unterstützen und wir für jeden Einzelnen dankbar sind. Aber ich glaube, da geht noch was, wenn man mal ein paar Jahre solide arbeitet und auch eine gute personale Aufstellung in der Geschäftsführung hat. Da sind wir Weil schon auch die vorbei. Unruhe hat ja nicht geholfen. Der Abschied von Schmidt hat ja nicht geholfen. Der Abschied von Ingo Schiller, jetzt reißt ja erst mal an der Stelle eine Lücke. Also da müssen wir jetzt ja gucken, wie wir das irgendwie auch geschlossen kriegen. Und ich glaube, dass das Seriosität und eine Kontinuität an der Stelle einfach wahnsinnig wertvoll sind. Ja, da sind wir schon beim nächsten, was ich dich unbedingt fragen muss, auch wenn du es ja eigentlich gerade schon beantwortet hast, dass du es von außen jetzt im Vorhinein nicht bewerten willst. Aber wie würdest du denn von außen jetzt die Arbeit von Bobic zumindest im ersten Jahr so sehen? Ich bin ja immer der größte Kritiker, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich meckere immer viel rum, weiß natürlich aber auch, dass er extrem viele Altlasten eben übernommen hat, dass er extrem viele Sachen wahrscheinlich, habe ich ja am Anfang schon gesagt, gar nicht mit gerechnet hat, dass es sich so darstellt, wenn er hierher kommt, ob das jetzt finanzielle Sachen sind, ob das diese ganzen Konflikte auch sind unter den Leuten im Verein. Wie siehst du denn seine Arbeit im ersten Jahr? Da gab es ja teilweise schon Gerüchte, ob das jetzt stimmt oder nicht, dass auch im Verein das teilweise kritisch überfragt wird, auch wenn es erst das erste Jahr war. Er hat ja für 3 Jahre erstmal unterschrieben bei uns. Also ich halte nichts davon, sich öffentlich hinzustellen und jemanden zu kritisieren, mit dem ich noch nicht ein Wort gewechselt habe. Ich glaube übrigens, dass er selber mit dem, was in den ersten 12 Monaten passiert ist, mit dem Ergebnis todunglücklich ist. Also ich meine, der ist ja auch nicht angetreten, um Relegation zu spielen, sondern der hat ja auch einen Plan gehabt. Jetzt gibt es die Aussagen, er hat vielleicht gar nicht gewusst, wie die wirtschaftlichen Parameter
wirklich waren und wie es wirklich um Hertha stand. Ich kann das alles nicht beurteilen. Ich kann nur heute für mich sprechen. Ich kenne keine Details. Ich würde das gern von ihm selber hören und will mir gerne selber ein Urteil bilden. Und entscheidend ist, dass er die nächste Saison jetzt gut hinbekommt. Und da wollen wir jetzt einfach alle mithelfen und wollen das dann auch mal positiv begleiten und nicht gleich wieder kaputt reden. Ich nehme mal als Beispiel Trainer. Ja, was habe ich im Internet, also in den entsprechenden Foren und in Twitter und Facebook und darüber hinaus über den neuen Trainer schon alles gelesen. So, wenn ich mich in der Szene in der Bundesliga umhöre, wenn ich mit Leuten rede, die in der Fußballszene im Gegensatz zu mir super gut vernetzt sind, dann sagen die, der Typ ist richtig gut, das ist ein starker Trainer, das ist ein interessanter Charakter, der hat eine klare Spielphilosophie. Jetzt sage ich auch mal, geben wir ihm doch alle mal gemeinsam die Chance und begrüßen ihn mal so in Berlin, wie man das auch machen kann, und fangen nicht gleich am ersten Tag wieder an zu meckern, er hat noch nicht mal eine Trainingseinheit gemacht oder heute gerade die erste. Ich glaube, da müssen wir alle, das ist wieder mein Thema, die Kultur auch ein bisschen ändern. Und ich habe es als Präsident immer so gehalten, wenn es erfolgreich ist, dann kann die sportliche Führung den Erfolg gerne mit nach Hause nehmen. Und wenn es schwierig wird, dann stelle ich mich vor die Verantwortung tragen. So definiere ich auch Präsident. Wenn der Wind von vorne kommt, dann müssen wir uns aufstellen. Wenn es Probleme gibt, dann bin ich bereit, auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Aber ich muss nicht der Erste sein, der nach dem Sieg sich feiern lässt. Dafür ist die Mannschaft da und dafür sind die sportlich Verantwortlichen da, die dafür auch hart arbeiten jeden Tag. Okay. Eine Frage würde ich noch stellen, dann haben wir es relativ schnell abgearbeitet. Ich weiß ja, du hast ja ungefähr so einen Zeitrahmen angegeben, und dann würde ich gerne in die Community-Fragen rübergehen. Meine Frage wäre noch zum Stadion. Also ich habe mal selber ein Video darüber gemacht und mal analysiert, wie sich gerade eben kurz zur Vorbereitung der WM 2006 wurden ja sehr, sehr viele neue Stadien gebaut. Und ich habe mal einfach mir angeguckt, wie die Auslastung war prozentual, also nicht die Zuschauerzahlen, sondern die Auslastung prozentual, bevor man ein neues Stadion hatte und anschließend. Und bin zu einem Schnitt gekommen, es war auch egal, wie erfolgreich und wie viele Fans der Verein vorher hatte, dass im Schnitt das auf jeden Fall deutlich mehr als 20% Zuwachs waren. Egal, ob es Bayern war, die im Olympiastadion gespielt haben, die Hütte ist jetzt immer ausverkauft. Das war im Olympiastadion nicht der Fall. Ob das Hamburg, Gladbach, egal welcher Verein, es ist alles von der Auslastung gestiegen. Und dementsprechend kann ich mich so ganz noch nicht mit dem Mayfield, was da jetzt vorgestellt wurde von Schiller, anfreunden, dass das nur 45.000 Zuschauer hat, weil wir haben ja im Schnitt, wenn man jetzt mal vor Corona schaut, im Schnitt 45.000 ist so ein normaler Schnitt bei uns. Hab darüber auch mit Kai und mit dem Herr Thaner gesprochen. Wie siehst du das denn in der Stadionfrage jetzt von außen? Also ich kenne keine Details, außer denen, die ich auch der Öffentlichkeit entnommen habe. Und halte mich deswegen bei dem Thema extrem zurück, weil ich immer gelernt habe, wenn du einmal deine Meinung dazu sagst, dann kommst du von dem Baum ganz schwer wieder runter. Also das Ziel ist klar, wir wollen ein super attraktives Fußballstadion. Ich will jetzt gar nicht sagen, wem das gehört, ist mir eigentlich im ersten Schritt gar nicht so wichtig, aber lassen wir das mal ganz kurz beiseite. Aber es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Wir haben ein Denkmalschutzthema, wir haben ein Planungsthema. Wir haben natürlich ein Standortthema, wir haben ein Infrastrukturthema, wir haben ein wirtschaftliches Thema, wir haben die Frage der Kapazität zu klären. Und ich würde mich da wirklich in aller Ruhe gerne einarbeiten, mit den Fachleuten das dann auch besprechen, die seit Jahren an diesem Thema ja arbeiten und viel, viel Zeit und Geist investiert haben. Und dann müssen wir gucken, dass wir zu einer Entscheidung kommen, die übrigens dann auch sehr vertraulich und sehr vernünftig mit der Innensenatorin, mit dem Bausenator und mit allen Fraktionen im Abgeordnetenhaus von Berlin besprochen werden sollte. Denn ich habe auch da den Eindruck gehabt, und ich glaube, in der Szene habe ich einen ganz guten Einblick, dass da eigentlich wahnsinnig viel Porzellan zerdeppert wurde und am Ende eigentlich gar keiner mehr ein vernünftiges Stadion für Hertha wollte. Habe aber den Eindruck, das hat sich jetzt ein bisschen geändert, die Stimmung ist da etwas positiver, und dann muss man gucken, dass man das alles unter einen Hut kriegt. Und in der Tat kann man natürlich sagen, wir verknappen so, dass da nachher die Karten teuer sind und immer ausverkauft ist. Aber mir wäre es auch ganz lieb, wenn schon noch eine Menge Zuschauer, ich nenne mal keine Zahl, dann auch zukünftig, wenn wir erfolgreich sind, jedes Wochenende oder zu jedem Spieltag ins Stadion kommen können. Und glaube auch, dass die Region Berlin-Brandenburg übrigens Riesenpotenziale hat. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich glaube, dass auch da im Image, in der Bindung der Menschen ein Steigerungspotenzial ist. Und ich auch mal wieder, wenn ich an meine Jugend denke, da gab es nur ein Trikot beim Fußballtraining. Und das war blau-weiß. Und wenn ich heute in die Fußballmannschaften, in die Jugendmannschaften gucke beim Training,
dann sehe ich da rote Trikots und gelbe Trikots und grüne Trikots und auch ab und zu mal ein blau-weißes. Und ich glaube, dass wir da auch die Kultur in den Fußballvereinen, da können wir nicht mal anfangen, das sind ja die größten Fans, dass wir da mal anfangen können, ein Stückchen am Image von Hertha BSC zu arbeiten, denn da höre ich auch, ich sage es ganz diplomatisch, sehr, sehr unterschiedliches. Okay, aber du hältst es auch für essentiell, dass wir ein eigenes Stadion bekommen. Also nicht Ich ein halte es eigenes, für es. nicht ein eigenes nicht, aber ein Genau. Fußballstadion. Super, dass du das genau korrigierst. Ich halte es für extrem wichtig, dass wir relativ schnell übrigens, auch nicht in 15 Jahren, ein attraktives Fußballstadion haben. Und wo das ist und wie das ist, was das ist, das müssen wir jetzt in Ruhe gucken und dann müssen wir uns darauf verständigen. Und ja, es gibt sehr, sehr viele Kriterien. Ist übrigens auch juristisch, muss man ja auch fairerweise sagen, vom Planungs- und Recht und vom Denkmalschutz und vom Baurecht eine wirklich riesen Herausforderung. Es nützt uns ja nichts, wenn wir einen schönen Plan haben und haben dann 25 Jahre Prozesse vor den Verwaltungsgerichten. Dann haben wir, wenn wirst du vielleicht das Stadion noch erleben, weil du ein bisschen jünger bist, ich werde es wahrscheinlich gar nicht mehr erleben. Das ist dann so ein bisschen wie bei Olympischen Spielen. Okay, jetzt wirklich meine letzte Frage, die habe ich nämlich zwischenzeitlich vergessen, in diesem interessanten Talk. Wie schätzt du denn deine, ich weiß, du willst, suchst nach einer Zusammenarbeit, wie schätzt du denn aber deine Chancen auf das Präsidium ein am Sonntag? Ich kann es gar nicht einschätzen, was sagst du denn? Ich kann das auch nicht einschätzen. Ich glaube auch, dass da viele Menschen hinkommen und sich das mal anhören. Wir haben ja ein bisschen im Vorgespräch, wenn ich das sagen darf, drüber gesprochen. Ich halte das immer für so ein bisschen schwierig, weil es dann häufig, also in meinem Falle, sei das jetzt mal, war das jetzt mal ganz kurz mal ausgeblendet, aber wenn dann eben wirklich qualifizierte, tolle Menschen sich um eine Aufgabe bewerben und sind jetzt nicht so die super eloquenten Typen oder gerade bei Frauen stelle ich das auch da fest, die sind dann eben unsicher, wenn sie da vor vielen Menschen reden müssen und haben dann keine Chance. Ich bedauere das eigentlich, dass das dann so aus so einer Stimmung entschieden wird. Also ich kann das nicht einschätzen. Bin natürlich optimistisch, dass das mein Angebot, es geht ja gar nicht um mich, sondern es geht ja um die Frage, was ist die Struktur danach, was ist das Team danach, was ist das, was wir danach gemeinsam machen wollen. Ich hoffe, dass mein Angebot zum einen noch dazu führt, dass Kai Bernstein mitmacht und seine Unterstützer. Und dann haben wir hoffentlich eine harmonische Versammlung. Wenn mir das leider nicht gelingen sollte, dann hoffe ich natürlich, dass das Angebot überzeugt. Und die Menschen sagen jawohl und die Mitglieder sagen, dass das ist das, was wir uns für die nächsten Jahre vorstellen. Aber ich kann da keine Prognose abgeben. Okay. So, dann kommen wir zu den Community-Fragen. Also erstmal danke an euch alle. Ja, das waren Stand gestern oder Stand heute Morgen über 250 Fragen. Da sind auch noch welche dazugekommen. Auch Einzelfragen konnte ich gar nicht mehr alle berücksichtigen. Vieles haben wir jetzt schon wirklich besprochen. Ich versuche jetzt mal hier Sachen rauszusuchen. Ich dachte schon, ich muss Frühstück bestellen. Naja, weil viele Sachen hast du einfach schon entweder selber beantwortet, auch wenn ich es nicht gefragt habe. Die brauche ich ja jetzt nicht nochmal stellen. Oder die habe ich eben selber gestellt, weil sie mich interessiert haben. Deswegen muss ich jetzt mal schauen. Das fand ich auf jeden Fall eine interessante Frage, weil die habe ich selber nicht gestellt. Scheint aber, weil, was heißt scheint, das ist natürlich vielen von uns Hertha-Fans wichtig. Und zwar hat die 1991-Berlin gestellt: Wie möchtest du und dein Vize das Thema Gründungsschiff in Zukunft angehen? Das ist jetzt mal was völlig anderes. Also kann ich auch im Detail nicht zu sagen. Ingmar Pering hat mir natürlich mit seiner Leidenschaft in unserem Gespräch erzählt, wie toll das ist und dass er in 2 Jahren hoffentlich das Schiff aufs Wasser bringt. Müssen wir uns in Ruhe anschauen. Ich finde Tradition super wichtig im Verein. Das betrifft übrigens nicht nur das Schiff, das betrifft Danach möglicherweise mir auch noch die einen Frage Arsch ab. Museum. Es betrifft viele Dinge, die eben einen Sportverein von irgend so einem normalen 0815-Unternehmen unterscheiden. Hier ist eben eine Menge Seele, eine Menge Herz. Und dazu gehört auch das Schiff. Und ich glaube, dass man das durchaus nutzen kann, auch um wieder Image und auch ein Stückchen Tradition von Hertha zu transportieren. Also ich sehe es positiv, aber kann mich da jetzt zu Details naturgemäß nach ein paar Tagen noch nicht äußern. Okay. Würde aber vorschlagen, dass es bei Hertha im Eigentum ganz gut ist übrigens. Ich glaube, das haben ja jetzt Pering und ein paar Freunde da in so einer separaten Konstruktion, da mit ein paar Aktien oder mit vielen Aktien versucht auch zu finanzieren. Ich glaube, dass wir gut beraten sind, im Zweifelsfall das Schiff auch irgendwo im Verein zu haben. Okay. Jules K. fragt, was ich super interessant finde, weil ich ja selber auch mal eine Konzernvergangenheit hatte und da sehr oft drauf gestoßen bin.
Wie möchtest du, jetzt in Anführungsstrichen, haben wir schon immer so gemacht, Mentalität aus Köpfen kriegen, wenn es die denn gibt? Das ist jetzt erstmal eine Unterstellung, aber wie gehst du mit sowas um? Also im neuen Präsidium wird ja nur noch ein ganz kleiner Teil sitzen von Leuten, die jetzt die letzten Jahre dabei waren und die mit ihrer Erfahrung sicherlich übrigens auch helfen können. In der Geschäftsführung wird so sein, dass wahrscheinlich der älteste Mitarbeiter, gut, Tom Herrich ist jetzt neu zum Geschäftsführer bestellt worden. Ich höre aber über ihn viel Gutes, dass die Menschen ihn sehr schätzen und seine Arbeit und seinen Charakter auch sehr geschätzt wird. Ansonsten ist der älteste Mitarbeiter Freddy Bobic und der ist ein Jahr da. Also der wird jetzt nicht sagen, haben wir immer so gemacht, denn der Rest kommt ja dann neu. Und zu den Mitarbeitern kann ich mich gar nicht äußern, außer dass ich natürlich den, glaube ich, 150 sind etwa an der Zahl, den 150 Mitarbeitern von Seiten des Präsidiums, wir sind ja gar nicht zuständig, für ihre Arbeit danke, sie für einen ganz wichtigen Teil von Hertha BSC halte und gerne für sie da bin, aber natürlich auch gerne für sie ansprechbar bin, aber natürlich auch klar sage, da ist im Wesentlichen mal die Geschäftsführung zuständig. Und ich gehe auch davon aus, dass das auch bei den Mitarbeitern schon altersbedingt sowieso immer eine ganze Menge frisches Blut dazukommt, weil das ja im Sport meistens mit ein bisschen Leidenschaft dann auch verbunden ist. Also ich habe nicht den Eindruck, dass das Theater jetzt alles alte Zöpfe sind, um deine Frage zu beantworten. Okay. Powerkicks fragt, auch wenn du das jetzt wirklich ausführlich in anderthalb Stunden beantwortet hast, kannst du es ja vielleicht in der Kurzform nochmal machen. Powerkicks fragt, 3 gute Gründe, warum man Frank Steffel wählen sollte. PS, ich bin mir noch unsicher und ich glaube, das geht ganz vielen so. Deswegen fand ich die Frage irgendwie ganz gut. Weil ich glaube, dass es in der ganz schwierigen Situation einem Außenstehenden, der keine Altlasten mit sich rumschleppt bei Hertha, ganz gut gelingen kann, die unterschiedlichen Menschen zusammenzuführen. Weil ich bei den Füchsen gemeinsam mit einem sehr starken Team bewiesen habe, dass wir es geschafft haben, aus einer schwierigen Situation Spitzensport aufzubauen. Und weil ich jemand bin, der Verein lebt und der wirklich sich als Präsident der Mitglieder empfindet. Und das ist mein Versprechen. Ich habe es jetzt auch durchgehalten übrigens. Ich habe gesagt, ich rufe jedes Mitglied zurück, was mich anruft. Und es waren jetzt Gott sei Dank, glaube ich, nur vielleicht 150 oder 200. Aber ich stehe wirklich gerne für jedes Mitglied zur Verfügung, was bei 40.000 oder 42.000 natürlich schwieriger ist als bei 4.000. Aber ich komme zu jedem Fanclub und sage das nicht nur vor der Wahl, sondern mache es auch nach der Wahl. Wer mich kennt, weiß, ich mag Schwächen und Macken haben, aber eine habe ich nicht. Ich sage die Wahrheit und ich bin ehrlich. Auch das ist eine leichte Wiederholung der Frage. Würde sie aber trotzdem noch mal ganz kurz, oder nee, vorher nehme ich die Frage hier von Goldmann X. Du warst ja bei dem Workshop von Kai am Sonntag, wo ich leider nicht war, weil ich arbeiten musste. Ab und an muss ich auch mal arbeiten. Welche Erkenntnisse hast du aus dem Workshop am Sonntag gezogen? Jetzt mal unabhängig von Kai Bernstein ging es ja darum, mal zu filtern, was vielleicht den Fans auch wichtig ist. Was hast du für Erkenntnisse gezogen? Also erstmal fand ich die Themensammlung. Am Anfang, es waren ja 3 Blöcke. Die erste anderthalb Stunden waren Sammlung der Themen. Das fand ich wahnsinnig diszipliniert, wie man sich hat ausreden lassen, wie jeder wirklich seine Ideen da gut moderiert an die Wand bringen konnte. Da habe ich mich in den Workshops bewusst rausgehalten, weil ich gesagt habe, es ist jetzt nicht die Aufgabe des Präsidenten, in den Workshops zu sagen, was die Themen des Vereins sind oder was die Themen des Präsidiums sind. Das ist aus meiner Sicht dann die Aufgabe natürlich der Mitglieder logischerweise. Und dann kam mir die dritte Phase, die Präsentation. Und da hatte ich mehr geteilten Eindruck. Ich hatte einmal den Eindruck, dass ein großer Teil von den Vorschlägen, der da kam, eigentlich relativ schnell umzusetzen ist. Ich habe auch bis heute noch nicht ganz verstanden, warum man es nicht schon lange gemacht hat. Dann gab es einen Teil, der ist sehr, sehr schwierig umzusetzen, weil er einfach sehr langfristige Grundsatzfragen betrifft. Und dann gab es sicherlich so ein Drittel, von dem ich mal sagen würde, das ist sehr streitig, wo es wahrscheinlich im Verein und auch in der Fanszene sehr unterschiedliche Auffassungen gibt. Insgesamt hat mich das Engagement, sich bei gefühlten 50 Grad in der Sonne da 6 Stunden hinzusetzen und sich über seinen Verein Gedanken zu machen, hat mich total beeindruckt. Und das ist das, was ich an Vereinen liebe, die Leidenschaft, sich da auch wirklich einfach einzubringen. Das macht der ehrenamtliche Jugendtrainer, der Betreuer, der Schiedsrichter. Aber es machen eben in dem Falle auch Mitglieder, die sich einfach Gedanken machen zu ganz vielen verschiedenen Themen. Was war das, was da irgendwie im Internet aufgetaucht ist? Das habe ich wirklich nicht. So kannst du ja mal aus deiner Sicht wiedergeben. Irgendwie, du hast ja jetzt schon gerade gesagt, du hast dich bewusst zurückgehalten. Irgendwie Kritik, dass du da dich
weiß ich nicht eingebracht hast oder dass du telefoniert hast oder so, da ist irgendein Screenshot aufgetaucht, also das konnte ich nicht ganz zuordnen, kannst ja mal aus deiner Sicht... Ja, da habe ich mich richtig geärgert. Ich habe wirklich in den 6 Stunden mich dort richtig konzentriert hingesetzt und habe lediglich während der Workshop dann mit Mitgliedern und ein paar anwesenden Journalisten und auch mit Kai Bernstein übrigens gesprochen. Und dann wird danach behauptet, ich hätte da stundenlang nur telefoniert. Dann habe ich gesagt, jetzt habe ich die Schnauze so voll. Ich habe mich so geärgert, dass ich dann in diese Gruppe, die das behauptet hat, meine Telefonliste aus dem iPhone einfach hingeschickt habe. Und dann haben die genau gesehen, dass mein letztes Telefonat im Auto um 10.32 Uhr war, als ich hingefahren bin. Und das nächste dann kurz vor 5, als ich wieder zurückgefahren bin. Und ich habe nicht ein Telefonat geführt. Haben viele gesagt, das macht man nicht und das ist unprofessionell, da so emotional zu reagieren. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich richtig geärgert, weil es einfach eine freche Lüge war, um da einen Eindruck zu vermitteln, der übrigens auch von Kai Bernstein und allen anderen, die da waren, soweit ich das im Rückblick jetzt auch gehört habe, nicht geteilt wird. Die haben sich sogar entschuldigt und haben gesagt, das ist nicht in Ordnung, was da jetzt im Nachhinein gepostet wird. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist eine Vereinskultur, die finde ich einfach doof. Da wird bewusst schlecht übereinander geredet. Das ist gar nicht nötig. Es steht jedem frei, Kai Bernstein zu wählen und seine guten Seiten zu thematisieren. Aber warum muss man dann mit Lügen versuchen, mich, also ich würde mal sagen, einfach zu schädigen, für keinen anderen Begriff verwenden? Das finde ich, das gehört nicht unter Vereinskameraden nicht. Okay. Ich war nur das, was ich zwischenzeitlich gesehen habe. Ich wusste auch gar nicht, ob der Screenshot... Ich bin dir auch dankbar, dass ich antworten kann. Ich bin dir dankbar, dass ich darauf antworten kann, weil mich sowas einfach ärgert. Ich gehe auch immer auf sowas los. Also ich sage, ich lasse mir das nicht gefallen, wenn da Leute angegriffen werden, wenn Ungerechtigkeiten über meine Präsidiumskollegen oder über Geschäftsführung oder über einen Trainer oder was geäußert werden, sage ich heute, so geht das nicht. Dass man kann Leuten heute in dieser virtuellen, viralen Social-Media-Community, kann man denen so schnell etwas anheften, so schnell irgendein Etikett verpassen. Und da ist es auch unser Job als Präsident, wenn ich es denn wäre, heute ist das beim Füchsen so, vielleicht am Sonntag bei Hertha, sich vor die Leute zu stellen und zu sagen, ey Leute, so geht das nicht, das ist unfair, das macht man nicht, das ist auch menschlich und charakterlich nicht in Ordnung. Mich ärgert sowas tierisch. Okay. Na, dann war es ja gut, dass ich die Frage nochmal gestellt habe. Ja. Aus deiner Sicht. Super. Gab's da noch ein... War du da noch? Nee, das war, ich glaube, das war Hauptding, dass du telefoniert hattest. Mir hatte sogar übrigens, ich habe das nur erfahren, dass du da warst, weil mir mehrere aus der Community geschrieben haben, die da waren, dass du da sitzt und mitschreibst. Das haben die mir nur gesagt. Jetzt nochmal eine Frage. Das war die Frage, die ich vorher stellen wollte, weil ich gesagt hatte, das hast du ein bisschen schon beantwortet, indem du gesagt hast, dass auf dich zugegangen wurde. Aber hatte Sascha, ist das glaube ich SX Sascha oder so, wieso erst jetzt und nicht früher, sage ich mal, in dem Sinne, wo ja die Wahl noch offen war, vielleicht gegen Gegenbauer, gab es ja teilweise gar keinen anderen Kandidaten, den man wählen konnte. Also Hertha Präsident stand jetzt nicht auf meiner Lebensplanung fürs Jahr 2022. Und hätte mich Klaus Brüggemann nicht vor 14 Tagen angerufen, dann würden wir heute hier nicht sitzen. Also insofern, ich weiß, dass das kurzfristig ist. Ich weiß, dass manche sich überrumpelt fühlen. Ich könnte jetzt sagen, kann ich auch nichts für, sondern es war alles sehr schnell. Gegenbauer ist erst vor ein paar Wochen zurückgetreten. Die letzte Hauptversammlung, wo dann noch zurückgetreten ist, ist auch erst ein paar Tage her. Und ja, jetzt ist es so. Und ich verstehe, dass Leute darüber ein bisschen sauer sind. Aber ich glaube, es ändert nichts an der Bereitschaft von mir zu sagen, ich versuche mein Bestes zu geben, dafür, dass Hertha hoffentlich Ende der Saison besser dasteht als letzte. Mhm. Das ist ein bisschen drastisch formuliert. House of Lars fragt, wie möchten Sie gegen das, ich sag mal Anführungsstriche, peinliche Bild, das der Verein öffentlich abgab, vorgehen? Also ich glaube, man weiß ja, worauf es da hinausläuft. Ne? Also wir haben uns teilweise, wenn man jetzt in der Fußball-Community online unterwegs ist, dann gibt es schon viele, die sich natürlich über Hertha lustig machen. Das liegt natürlich auch viel, sag ich mal, an dem Einstieg und was daraus gemacht wurde. Aber ja, wie würdest du die Frage beantworten? Ich glaube, die haben wir die ganze Zeit jetzt direkt und indirekt beantwortet. Das fängt ganz oben an. Das hat was mit Kommunikation zu tun. Das hat was damit zu tun, dass nicht jeder zu jedem Thema was anderes erzählt. Das hat was mit Ruhe zu tun, was mit Kontinuität zu tun. Und am Ende übrigens natürlich im Sport auch mit Erfolg. Ich meine, wir kriegen alle Kritiker tot und alle Kiddies begeistert und alle Zuschauer ins Stadion, wenn wir einfach einen richtig tollen Fußball spielen und richtig erfolgreich sind. So.
Das ist jetzt leicht gesagt und natürlich sauschwer getan. Aber dafür müssen wir die Rahmenbedingungen schaffen. Und die beginnen eben am Sonntag mit dem Ziel, möglichst viele mitzunehmen und nicht wieder Wunden und Narben zu schaffen. Ich kann mich da nur wiederholen, das ist mein Eindruck. Wenn Hertha da weitermacht, also dann wünsche ich wirklich, ja, lass den Satz mal so stehen. Martin fragt, die Frage ist ein bisschen falsch gestellt, weil das ist ja jetzt nicht der Fall, aber ich weiß, worauf es hinausläuft. Wird es endlich eine dauerhafte Mitgliederversammlung online für Mitglieder geben, sowie Briefwahlen? Das wird es jetzt nicht geben, aber die Frage würde ich gerne trotzdem an dich stellen, ob sowas in Zukunft vielleicht mal machbar war, weil ich das auch bei mir viel höre als Feedback aus meiner Community, dass es viele Mitglieder gibt, die entweder gar nicht in Berlin leben oder die halt zeitlich keine nicht Zeit haben, sich dann selber ein Bild davon zu machen, was ist da passiert und vor allem, wieso man dann da nicht wählen kann, weil das ja dann, ich meine, wir sind über 40.000 Mitglieder, das ist auch erstmal eine Zahl, ne? Und am Ende werden, auch wenn die Beteiligung groß sein wird im City Cube, nur ein Bruchteil dann darüber entscheiden. Also ich glaube, dass das Thema Mitgliederbeteiligung, Mitgliederkommunikation ein extrem komplexes ist. Also es hat ein bisschen was mit Satzung zu tun, es hat natürlich mit den Themen zu tun, die du völlig zu Recht ansprichst. Ich glaube, wir müssen auch in kleinere Formate, also auch diese Mitgliederversammlung, selbst wenn es nur 1.000, 2.000 oder 3.000 Leute von über 40.000 sind, ist ja für eine Diskussion, für einen Themenaustausch eigentlich völlig ungeeignet. Ich meine, erstmal traut sich ein Großteil gar nicht ans Mikrofon, weil es gar nicht jedem liegt, vor so vielen Menschen da was zu sagen. Und dann ist das alles eine Frage von Zeit und Effizienz. Du kannst ja gar nicht antworten, du kannst gar nicht vernünftig kommunizieren bei so einer Riesenmasse. Also ich glaube, wir müssen da ganz neue Formate finden. Da gibt es übrigens auch Formate wie deins, was man sicherlich auch noch institutionalisieren und insofern auch für die Mitglieder noch stärker nutzen kann. Wir müssen sicherlich auch themenbezogen Angebote machen. Du kannst nicht, du siehst ja heute schon, wie lange wir hier diskutieren, wo du stundenlang mit einer Person redest. Wenn du jetzt hier noch drei andere dazu nimmst, dann sitzen wir morgen früh noch und dann kriegst du gar keine Ergebnisse mehr hin. Also eine riesen Herausforderung und ich habe in meinem Leben gelernt, dass man gute Sachen auch kopieren kann. Ich würde mir gerne mal, ich habe es gar nicht getan, muss ich zugeben, werde ich in den nächsten Wochen mal machen. Ich würde mir gerne mal angucken, wie andere Vereine das organisieren. Vielleicht gibt es da Vorbilder, wo man sagt, ey, guck mal, die machen das so super. Lass uns das einfach mal so machen, wie die es machen und am Ende funktioniert es bei uns auch. Mhm. Übrigens, du hast mir gestattet, dich zu duzen. Die Fragen sind übrigens alle höflich mit Sie geschrieben. Ja? Das wollte ich nochmal anmerken. Ich wandle das immer in Du um. Du, aber da bin ich, da muss ich auch mal sagen, mich können alle Mitglieder duzen. Das liegt natürlich auch daran, dass ich aus dem Sport komme. Und bei den Füchsen machen wir zusammen Sport. Wenn ich in meine Schwimmabteilung gehe, ziehe ich die Badehose an. Wenn ich in die Boxabteilung gehe, dann geben die mir einen Sandsack. Und dann ist man der Frank und nicht der Herr Steffel. Also ich finde das übrigens auch das Schöne im Sport, dass Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, ganz unterschiedlicher Alters- und Gesellschaftssituation sich einfach duzen. Ich finde, das ist das Schöne im Sport. Also das können wir das nächste Mal deinen Leuten vorher sagen, die hier zugucken. Klar, kein Problem. Nee, wollte ich dir nur sagen, das ist eigentlich, fand ich, war eigentlich ein Lob an meine Community, wie höflich die da die Fragen absolut stellen. Fand ich super, ja, cool. Das gebe ich dann zurück. Vielen Dank dafür. Alex hat noch eine Frage gestellt, die fand ich irgendwie ein bisschen ganz lustig. Wie ist dein Verhältnis zu Pal Dardai und hast du Kontakte zu Ex-Hertanern? Liebe Grüße sogar noch dahinter, Alex. Weil da ist ja ein Video, ich weiß gar nicht, wo dieses Video überhaupt hergekommen ist, um ehrlich zu sein, aber da ist ja ein Video auf Twitter aufgetaucht, wo sich Pal positiv dir gegenüber geäußert hat. Gab es da Kontakte oder ist das einfach völlig, ohne dass man sich kennt, entstanden? Also ich glaube, ich habe ihn mal auf irgendwelchen Sportempfängen oder bei Sportveranstaltungen zweimal getroffen, als er noch Trainer bei Hertha war. Ansonsten habe ich keinen Kontakt zu ihm, habe mich natürlich gefreut, dass er das so sieht, wie er es sieht. Habe auch jetzt einige andere Spieler, die mir hier WhatsApp geschrieben haben, auch große Hertha-Legenden, wenn ich das so sagen darf. Ich habe das jetzt aber ein Stück weit nicht forciert und habe gesagt, ich glaube, die Mitglieder können sich selber ihr Urteil bilden und brauchen jetzt nicht die großen Einschätzungen von ganz vielen Spielern. Wenn da einer was postet, kommt es nicht von mir. Ich habe es auch nicht gesteuert. Aber ich kenne natürlich ein paar Hertha-Spieler, weil die Sport-Community ja so groß in Berlin jetzt auch nicht ist. Okay. Also insbesondere die natürlich, die hier noch in der Region sind, klar. Okay. Ich glaube, die Frage zielte nicht mal darauf ab, aber wahrscheinlich hätten es andere gerne gewusst. Aber ich glaube, die Frage hat ihn einfach interessiert. Dann eine Frage, die kann ich nicht ganz zuordnen. Aber ich finde aber, dass wir mit Spielern, wenn ich das nur sagen darf, Tom, ich finde, dass wir mit Spielern und Trainern, die nicht mehr bei uns sind,
auch im Sinne einer Verabschiedungskultur zukünftig auch ein Stückchen anders umgehen sollten. Ich habe das jetzt mehrfach schon gesagt, betrifft übrigens auch Ehrenamtliche, aber dass man einfach sagt, pass mal auf, es muss hier auch ein Trainer, der entlassen ist, der muss nicht wie ein Aussetzer vom Hof gejagt werden. Und dass ich danach dann wieder kritisch über Hertha äußere, das war ja bei fast allen letzten Trainern so. Und bei Spielern finde ich es auch ganz wichtig, wenn ein Spieler hier geht, dann wird der ordentlich verabschiedet und dann wird er auch für seine Jahre hier entsprechend gewürdigt. Also das könnte ich jetzt auch sagen, das machen wir bei den Füchsen am letzten Spieltag. Da kommt jeder Spieler mit meinem Spieler einzeln aufs Feld, dann stehen 9.000 Leute auf und applaudieren dafür, dass er ein paar Jahre für seinen Verein die Knochen hingehalten hat. Und ich glaube, da kann man bei Hertha auch mit ganz kleinen Veränderungen eine ganze Menge kulturell verändern. Aber ist das nicht auch dann teilweise Aufgabe, zum Beispiel von einem Freddy Bobic? Also hast du richtig gesagt, habe ich auch in den letzten Talks thematisiert. Man hat es ja jetzt zum Beispiel bei Niklas Stark gesehen, bei Dardai weiß ich jetzt Ja. nicht, wie es dann endet, sehe ich absolut genauso. Aber ist das nicht ein Thema für den Geschäftsführer Ja, Sport? aber ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Ich bin auch da vorsichtig, aber ich sage, dann ist es eben auch ein Thema, wo der Präsident mal sagt, lieber Herr Geschäftsführer, hier habe ich eigentlich einen Eindruck, dass wir was falsch machen. Und dann würde ich mal vermuten, dass ein kluger Geschäftsführer, auch wenn er eine starke Persönlichkeit ist, sagt, Mensch, schönen Dank für den Hinweis, stimmt. So, oder er sagt, pass mal auf, ging aus den und den Gründen nicht. Ich glaube, bei Niklas Stark gab es ja auch so ein paar Fragen, bei welchem Spiel man das dann hätte machen müssen und so. Das kann ich gar nicht im Detail überblicken, bin auch wirklich vorsichtig. Aber ich habe immer gelernt, dass das auch bei mir meine Verantwortlichen für einen freundschaftlichen Hinweis unter vier Augen dankbar sind. Vielleicht sagen sie in der ersten Sekunde, bin anderer Meinung. Und dann telefonieren wir nächsten Morgen und dann sagen sie, du hast übrigens recht, schönen Dank für den Hinweis und werden wir in Zukunft anders machen. So sehe ich auch meine Rolle. So sehe ich auch die Rolle eines Präsidenten. Nicht über die Medien die Leute zu kritisieren, sondern unter vier Augen einen Hinweis zu geben. Manche werden befolgt und bei manchen ist man eben anderer Meinung, was dann auch völlig okay ist. Nächste Frage ist von Johannes, die ist öfter aufgetaucht. Bei ihm würde ich die aber sogar mal gelten machen, weil der hat in seiner Biografie stehen Berlin und München. Da scheint er beides ansässig irgendwie zu sein. Ist München immer noch die schönste Stadt Deutschlands? Ich weiß jetzt nicht, ich habe es nicht gefunden. Weiß nicht, hast du das mal irgendwann gesagt oder wo kommt das Ich jetzt habe her? mal, ja, das ist ja immer die Aufregung der Politik. Ich habe mal in einem Bierzelt in München gesagt, glaube, Berlin ist die deutsche Hauptstadt und München ist wahrscheinlich die schönste Stadt. Das war übrigens ein Stückchen ironisch gemeint, weil München natürlich eine kleine, wirklich, ich sag mal, hübsche Stadt ist. Hätte ich wahrscheinlich hübsch gesagt, hätte sich niemand drüber aufgeregt. Und so haben dann einige Ur-Berliner gesagt, das darf ein Berliner nicht sagen. Ich weiß schon, dass Berlin mit Sicherheit die lebenswerteste Stadt und gerade für junge Menschen für uns ein Riesenstandortvorteil ist. Also unsere Sportler, wenn die die Wahl haben, wo sie hingehen in Deutschland, dann ist die Entscheidung, was die Stadt betrifft, innerhalb einer Sekunde getroffen. Alle jungen Sportler wollen gerne nach Berlin, was ein Riesenvorteil ist übrigens, wenn man Spieler in die Stadt holen will. Ich vermute auch im Fußball wird uns das eher helfen. Vince fragt, du hast vorhin schon gesprochen, was es für Herausforderungen gab, aber vielleicht gab es ja auch eine, die die größte war. Vince fragt nämlich, also deine größte Herausforderung als Präsident bei den Füchsen und wie hast du diese gemeistert? Oder kann man das so gar nicht sagen? Also die erste Herausforderung ist natürlich, dass man tolle Menschen findet, die das Projekt mit einem aufbauen und begleiten. Also da muss ich mal sagen, Bob Hanning war ein Glücksfall für den Handball in Berlin und für mich als Präsident. Stefan Kretschmer ist eine Riesentype und eine wahnsinnige Bereicherung, der von morgens bis abends nur Handball im Kopf hat. Und wir hatten dann auch richtig gute Trainer. Ich meine, wir haben dann Dagur Sigurdsson damals als ganz jungen Trainer geholt. Er wurde dann später deutscher Nationaltrainer, nachdem er 6 Jahre bei uns war. Wir haben uns jetzt für einen 26-Jährigen entschieden mit Jaron Siewert. Total Berliner Junge, mutige Entscheidung und total happy, dass wir den Mut gehabt haben, so einen jungen Trainer zu holen. Also es gab ein paar Entscheidungen, die haben wir einfach gut gemacht. Tolle Spieler geholt, Führungsspieler geholt, immer wieder darauf geachtet, dass wir auch Typen haben. Denk an Silvio Heinevetter. Ich weiß nicht, wie viele Handballer hier zugucken, aber wer sich ein bisschen dafür interessiert, der weiß, da waren viele Personalentscheidungen sehr richtig. Auch was war die größte Leistung? Ja, dass wir von Anfang an Sponsoren gefunden haben, dass wir das Vertrauen der Sponsoren bekommen haben, dass ich denen deutlich machen konnte, dass wir ein ganz seriöses Projekt machen. Als wir angefangen haben in der zweiten Liga, sollten uns Leute ein paar hunderttausend Euro bezahlen. Es gab so viel Quatschköpfe vorher, wo das Geld dann versickert ist, wo nie Erfolg draus geworden ist. Und das war natürlich am Anfang wahnsinnig wichtig, dass wir seriös gearbeitet haben und tollen Aufsichtsrat übrigens hatten und haben.
und Sponsoren gefunden haben, die uns auf dem Weg bis da ganz oben begleitet haben. Und deswegen haben wir auch nie Verluste gemacht, Gott sei Dank. Peter Bischoff fragt, du hast ja vorhin schon mal ein paar Namen erwähnt, zwischenzeitlich in einer Beantwortung einer Frage. Da lach ich mir doch einen Arsch ab. Wie gut kennst du dich in der Fußballbranche aus, beziehungsweise wie gut bist du da vernetzt? Also du hast ja schon ein paar Namen genannt, aber das fand ich nochmal ganz interessant als Frage. Also ich kenne natürlich viele Menschen, aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass das von morgens bis abends meinen Tagesablauf bestimmt. Ich habe in der Sportszene, in den Verbänden, natürlich beim BOSB, beim IOC, bei den großen Verbänden, auch bei den großen Fußballvereinen Zugang und kann mit denen sicherlich morgen unkompliziert Kontakt aufnehmen und telefonieren. Aber ich habe jetzt nicht von morgens bis abends mich um Fußball gekümmert. Okay. Leon fragt, wahrscheinlich geht es hier ums Stadion, was war dein erstes Hertha-Spiel? Du hast ja vorhin, glaube ich, gesagt, seit du 5 bist, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Kannst du mal an dein erstes Spiel sagen? Ich glaube, Anfang der 70er Jahre. Ich dachte immer, das war dieses Wahnsinnsspiel, ich glaube, Zuschauerrekord damals. Ich glaube, gegen Gladbach oder Köln. Aber ich habe jetzt gesehen, das kann nicht sein, das war ein paar Jahre später. Also es muss, damals waren ja die großen Zeiten von Gladbach und Bayern. Also ich bin relativ sicher, dass ich irgendwann mit meinem Vater mal auf der Gegentribüne 2 Karten hatte für ein Spiel Hertha gegen Gladbach, aber frag mich nicht, in welchem Jahr. Okay. Letzte Frage, die ist auch ganz passend, wirklich für alle, die ich jetzt nicht beantwortet habe, nicht traurig sein, es waren so viele Fragen. Ich habe versucht, Fragen zu nehmen, die vielleicht nicht ganz schon vorher auch in deinen Antworten beantwortet wurden. Die ist auch ein bisschen lustig gemeint, wir haben ja dieses Format Kräuter oder Schaf, was auf Döner bezogen ist, auf YouTube, wo wir immer die Spieler und Verantwortliche fragen, welche Dönersoße nimmst du? Bei mir einfach scharf. Okay. Ich esse generell sehr, sehr gerne sehr scharf. Okay. Und muss immer separat bestellen, weil meine Kinder das nicht wollen. Man muss dann immer scharfe Soße extra, bitte. Okay. Ja, also wir haben nicht ganz anderthalb Stunden geschafft, aber ich habe mich versucht, alles, was ich so fragen wollte, reinzudrücken und habe eigentlich auch fast alles soweit geschafft, außer ich habe jetzt irgendwas vergessen. Hast du denn noch irgendwas, worüber du gerne sprechen möchtest als Abschluss? Nein, du, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Also ich will auch mal dich loben und sagen, ich finde es klasse, dass man sowas aufbaut, was du hier aufgebaut hast und auch eine Community hat, die sich da so lange interessiert. Ich habe am Anfang gedacht, um Gottes Willen, als ich von Kai Bernstein das 3 Stunden gesehen habe oder einen großen Teil davon angeschaut habe, habe ich gedacht, meine Güte, wer zieht sich das 3 Stunden rein? Also ich verstehe es jetzt, weil es, glaube ich, wirklich ganz interessant ist und finde, dass das übrigens auch ein Beitrag sein kann, um Mitglieder zu erreichen. Um einfach zu sagen, komm, wer Interesse hat, hat die Chance, auch mal ganz im Detail Dinge zu erfahren. Und insofern, glaube ich, haben da wirklich wahnsinnig viele Themen angesprochen. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich jetzt noch nicht zu allen Themen mich äußern will, weil es nicht meine Art ist, heute zu kommen und klug zu schwätzen, was gestern falsch war. Lade mich in ein paar Wochen nochmal ein, dann kann ich sicherlich noch viele Dinge, wenn ich gewählt werden sollte, aus dem Innenleben von Hertha BSC besser begründen als heute. Ansonsten vielen lieben Dank für die Organisation und dass du mich eingeladen hast. Ja, ich danke dir. Du bist ja auf mich sogar zugekommen. Da danke ich dir auf jeden Fall für. Auch für die Zeit, auch für die Offenheit, dass ich alles so stellen konnte. Das war ja auch in dem Sinne Bedingung, dass ich jede Frage stellen kann. Fand ich cool, finde ich nett, dass du das so würdigst. Und das ist ja auch mein Ziel mit dem Kanal, einfach Hertha auf einfach gesagt cooler zu machen und eben den Leuten näher zu bringen. Und ich hätte mir damals gewünscht, ich finde es von dir toll, ich fand es auch von Kai und dem Herrn Tana toll, ich hätte es mir damals gewünscht, als ich zur Mitgliederversammlung gegangen bin und nicht wusste, wen ich wählen soll, dass man mal so ein genaueres Bild bekommt als einfach nur abgedruckte Interviews. Weil das ist nochmal was anderes, auch wenn du ja heute ein Interview im Kicker gegeben hast, wo ja auch viele Fragen von heute auch aufgetaucht sind. Ja, aber ich meine, in 6 Minuten, guck mal, ich habe 6 Minuten am Sonntag und die normalen Präsidiumsmitglieder haben 3 Minuten, um sich da vorzustellen. Also machst da 2 Versprecher, dann sitzen die unten und also nicht jetzt bei mir, sondern auch bei denen, die da 3 Minuten reden, dann machen die in 3 Minuten 2 Versprecher, dann sagst du, Mensch, also der kann nichts, den wählen wir nicht. Ich finde sowas hier wirklich hilfreich, weil man sich ein Bild machen kann. Also wirklich vielen Dank und komme gerne wieder und freue mich über deine nächste Einladung, wenn ich denn noch in einem Amt bin, wo das Sinn macht. Das entscheidet sich ja am Sonntag. Genau, und deswegen alle hingehen. Ich danke dir recht herzlich. Ich würde dich jetzt... Danke dir. Genau, du kannst jetzt gerne hier aus dem Discord rausgehen. Ich mache ja hier noch ein bisschen weiter mit meiner Community und vielleicht sehen wir uns ja am Sonntag dann.